Hallo und herzlich willkommen zu Moon Talk Meta, Ausgabe Nummer 3. Das Thema gibt's gleich. Jetzt gibt's erstmal die Vorstellung von den Leuten, die heute hier sind. Ich begrüße als erstes natürlich den MVP des Talkes, Mr. Moon Talk, sozusagen. Hallo Jens. Was? Bist du auf der Logikautobahn mal wieder falsch abgebogen, mein Lieber? Ja, ich bin da, glaube ich. Du musst, glaube ich, mal ein Fenster aufmachen. Irgendwas stimmt bei dir da nicht so ganz. Aber trotzdem, danke des Lobes. Hallo natürlich an alle Hörer. Die Luft ist so ein bisschen, ja. Ein bisschen durcheinander hier. Na gut, ich muss natürlich sagen, ich gehe mal jetzt auch einfach geografisch vor und gehe in den höchsten Norden. Hallo JFK. Ja, das war ja nicht so ganz richtig, ne? Was? Oder meintest du von Süden nach Norden? Ach nee, von Göttingen aus. Aber irgendwie muss ich mich da gerade. Da fehlt dann ja auch noch einer. Okay, dann machst du es also kreuz und quer, ist auch egal. Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen zu Meta 3 und Dankeschön, Espada, dass du das hier wieder angeleiert hast. Und ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Thema. Man kann ja, glaube ich, verraten, dass du dir selber nicht ganz einig warst, was du jetzt nehmen sollst. Naja, ich habe im Vorfeld, muss ich dazu sagen, natürlich die heute alle teilnehmen, um Zahlen zwischen 1 und 2 gebeten. Nee, nicht zwischen 1 und 2, 1 oder 2. Und ich habe nämlich 2 vorbereitet. Eins machen wir heute, eins gibt es dann im April. Aber soweit sind wir noch nicht. Und jemand, der auch noch nicht so weit ist, nämlich völlig am Verzweifeln, das ist der Conway. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei Meta. Ja, wollte ich mir nicht entgehen lassen, auch wenn diesmal mal wieder nicht klar ist, was für ein Thema es sein wird. Ja. Ich hoffe, ich kann mitreden. Und natürlich, wie es in der WWE ist oder auch sonstigen Wrestling, wir sind ja in Meta, also allgemein im Wrestling, der Champ zuletzt. Herzlich willkommen, Gordon. Ja, hallo, ne? Ja, still your world champion, ja. Es fordert mich ja auch keiner raus. Ihr seid ja alle solche Muschis. Ne? Aber ich finde es gut, dass wir jetzt hier bei 3 Meta sind. Und ich hoffe, dass das geheime Thema heute ist Pay-Per-Views, die Conway nicht mag, aber trotzdem jetzt über sie reden muss. Das ist cool, ganz ehrlich. Das ist das cool. Ist nicht Meta 3, sondern 3 Meter. Ich finde, die Zahl sollte vorne stehen. Das ist cool. Ach so, wie du es letztes Mal schon gemacht hast, Jens. Ja. Gut. Also warum spontane, nicht? Spontane gute Idee. Ja, gut. Warum nicht? Ja, nennen wir die Ausgabe einfach 3 Meter oder so, keine Ahnung. Kann ja JFK ganz sicher eine schöne Tagline überlegen. Ja, und der Podcast heißt jetzt offiziell Feldweg. Feldweg, genau. Ja, wir sind hier im Watt. Der Name Feldweg. Der Feld. Gut, also machen wir nicht zu weit. wir wollen mal das Niveau nicht so weit sinken lassen. Und machen weiter, oder fangen an, besser gesagt, nach der Begrüßung, mit Feedback. Und da fange ich nämlich gleich mit dem ersten Feedback an, das von Tobsen auf Facebook kam, der nämlich schreibt, ein gutes Beispiel für ihn sind nämlich auch noch, oder für lange Fäden sind nämlich die zwischen ihm und Conway, ja, auch sehr interessant. Ja, wir haben wenigstens Konstanz. Ja, genau, ihr baut das auf, irgendwann gibt es dann den Payoff. leben beide in Konstanz. Ja, am Bodensee, wunderschön. Am Bodensee, ja. Genau, und er schreibt, finde, Wrestling lebt von beiden, lange intensive und kurze knackige Fäden. Die Qualität steht jedoch auf einem anderen Blatt. Ja, das stimmt natürlich auch. Und dann zu André Korb, ja, da habe ich nämlich richtig gemutmaßt, denn er sagt auch, dass er immer noch Impact mehr oder weniger verfolgt. Impact jetzt auch auf Twitch irgendwie auch einen Rerun montags. Da kann man dann nochmal Impact schauen, falls man das live nicht gesehen hat. Nur so zur Info. Für diejenigen, die noch irgendwie Impact schauen. Er sagt nämlich, dass das Feedback zu lang war. Das hat so viel Zeit gefressen. Ja, das habe ich dann, oder haben wir beim Hören dann natürlich auch gemerkt. Aber das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch sich ein bisschen mindern. Gut, dann haben wir es ja, ne? Ja, das wär dann Facebook. Ja, nee, also auf YouTube haben wir noch ein paar, aber das ist, das ist halt auch nicht ganz so viel. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Ich meine, ich habe jetzt erstmal an alle natürlich, die dann auch sich nochmal bedankt haben und die schönen Grüße und Hallo und so. Ja, vielen Dank für euer Feedback in dem Sinne. Ich werde das jetzt reduzieren auf Beiträge, über die wir eventuell auch noch reden können. Ne? Also wie jetzt Conway sich nochmal zur Fehde äußern konnte. Ja.
Genau, hier Martin Spiller, der jetzt hier wahrscheinlich seine Fehde, wenn es so eine war, mit Jens zu Grabe trägt und sehr angenehm zu hören war. Also hier auch Fäden, ne, Gimmicks, wird das auch beendet oder ne, in dem Sinne. Was er schreibt, diese nichts aussagenden Interviews, Promos, finde ich auch ganz furchtbar und sehr ermüdend. Bray Wyatt war für mich irgendwie auch ganz schlimm. Lief nach einer gewissen Zeit nur noch an mir vorbei und keine Ahnung, was er erzählt hat. Ja, das hatten wir auch in der letzten Ausgabe erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr da noch zu was sagen wollt. Denn Hans Franz hat hier schon eine Wall of Death quasi zum Thema. Finn, I'm sitting here in a wicker chair. I don't know what to talk about. But I'm still rambling for 2.5 hours. Okay, Finn, let's go. Ja, damit ist die Karriere gut zusammengefasst. Ja. Ja, ja, Hans Franz, das ist jetzt hier ein bisschen Wall of Text. Erstmal vielen Dank für das ausführliche Feedback. Er geht auch auf die NWO ein. Besonders, er kam dazu als Wolfpack vs. NW Black and White sozusagen heiß gefädelt hat. Ich muss dazu sagen, das war auch mein Einstieg. Und ja, da sagt er, also er versucht, er sagt dann hier, gut, es macht auch Sinn, dass man die wieder zusammenbringt, aber das natürlich die NW Elite 99 war ja auch nur noch, ja. Schwach. Schwach, ja, war ein Shell seiner selbst. Also. Ich meine, schon die schwarze gegen die rote NWO war schon in vielen Punkten eher schwach. Ne? Also vor allen Dingen, weil man die rote vollkommen overhyped hat. Es sind viel zu viele Top-Dogs in der roten gewesen. Ich meine, du hast irgendwie diverse World Champs da drin gehabt. Macho Man, Nash, ich glaube Luger, Sting. Also das war ja... Der war ja. Ja. Ja, peel my potato. Also auf jeden Fall, das war natürlich schon so, da hast du ja auch gemerkt, irgendwie so, okay, das Wolfpack, das wird hier gerade ein bisschen hart übersteuert und wer hält eigentlich noch zu Hogan? So, und zu Hogan hat ja in vielen Bereichen dann irgendwann nur noch die B-Garde der NWO gehört. Na. Ja, weil Scott Hall fast gar nicht aufgetreten ist. Das ist das große Problem. Ich finde auch, Scott Steiner war ziemlich wichtig für die Schwarz-Weiße. Also ja, aber das war es dann auch. Also ich meine, ja. Dann hast du dann... Moment, Buff Bagwell. Ach bitte. Mit also, Vicious und Delicious oder was? Also, ja, hier, das Stuff, mein Freund. Ja, excuse me. So, ja, also nee, tut mir leid. Und da war es dann auch so, ja, oh geil, Stevie Ray, Bryan Adams, das waren ja auch so Matches, die man unbedingt sehen wollte. Ne? Yes, Kevin Nash gegen Bryan Adams. Oh ja, wanna take a nap? So, also das sind so Sachen, boah, die waren schon echt anstrengend. Da muss man auch sagen, da war die Originale, also die Original NWO, die war da einfach auch viel bahnbrechender und das war halt auch für die Zeit noch viel krasser einfach anzusehen, auch vom Kultfaktor. Hm. Ja, er geht dann hier auch noch auf zum Beispiel, was wir eigentlich aktuell sogar haben könnten, nämlich zum Beispiel, dass man nicht immer unbedingt splitten muss. New Day kann ja auch auf die Tag-Team-Titel gehen und einer geht auf den Singles-Titel, ne? Was zumindest zeitaktuell, sage ich mal, um WrestleMania 2019 oder Fastlane 2019 ja noch recht aktuell ist. Wir müssen ja mal ein bisschen gucken, wann das hier gehört wird. Geht dann auf diese Storyline zwischen Hall und Nash ein mit dem Alkohol. Das fand ich jetzt auch, naja, mich als Scott Hall-Fan, da habe ich gelitten. Auch nicht gut. Nee, das war auch nicht gut. So, dann, was er hier erwähnt, was ich auch gut fand, war irgendwie Goldberg, der sich durch die NWO so durchkämpfen musste. Das fand ich eigentlich von der Idee her auch nicht schlecht, dass er am Ende dann Hogan bekam. Ja, in der Monday Night Raw-Ausgabe. Ja, weil das wichtiger war für die Einschaltquoten, Gordon, die Einschaltquoten. Ne? Ja, aber trotzdem dumm. Bischoff hat es ja auch später dann zugegeben, dass es eigentlich dämlich war, weil man mit dem Pay-Per-View-Ratings etc. noch hätte viel mehr Kohle machen können und damit auch Leute wieder überzeugen können. Das war doch Bullshit, irgendwie zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt eine Nitro-Folge, in der er dann Hogan platt macht für ein Match Goldberg gegen Hogan, was etliche Leute dazu veranlasst hätte, den Pay-Per-View zu kaufen, Mann. Ja. Ja, ja. Und hier geht er, dann geht er noch einen auf die Styles gegen Nakamura Match-Serie, wo er kein Freund von ist.
Und dann gehen noch so ein bisschen auf TNA ein und was Hogan da alles kaputt gemacht hat, kann JFK, der das natürlich damals auch mal mit schöne Grüße an Feller, mit Feller und mir geschaut hat, auch noch dran erinnern, was damals bei TNA alles so möglich war, auch an Stories, ne? Ja, es war nicht alles gut. Aber ja, ich weiß nicht, TNA hatte ja für einen bestimmten Zeitraum bei mir auch Narrenfreiheit, also die durften das ja machen. WCW hat sich dann ja eher selber ins Knie geschossen. Ja, ja. Also, ich erinnere mich, aber das Beste zu Hogans Zeit war Matt Morgan, der ihm jede Woche gesagt hat, wie scheiße Hogan ist und was er für Mist macht. War großartig. Ich habe Matt Morgan damals geliebt. Ich habe es größtenteils verdrängt. Ich erinnere mich nur an den 4. Januar, also nicht nur das sehr, sehr gute Match zwischen AJ Styles und Kurt Angle, vielleicht ihr Bestes, sondern auch We Want Six Sides. Ja, großartig. This is the script six of the Sides. Show. Ja. Also, ja, da muss man mit dir nur kurz. Dann noch ganz kurz. We got rid of that. Ich muss auch damals sagen, als ich die Wahl hatte, Raw oder Impact live zu gucken, ich habe mich dann doch für Impact entschieden und habe mir die Umarmung zwischen Bret Hart und Shawn Michaels erst später angesehen. Ja, muss man auch nicht. Hallo, aber dem anderen ist Scott Hall aufgetreten. Das war für mich ganz klar. Beim anderen Bret Hart. Da muss ich nicht lange überlegen. Dann geht er noch kurz auf AEW ein, dass man bei All In ja schon gesehen hat, wie diese Liga aussehen kann. Wir teasen es ja immer wieder hier auch in Wochenshows. Mal gucken. JFK, glaube ich, hat schon hinter der Bühne die ersten vertraglichen Verpflichtungen eingeholt von Talkern, die dazu geknebelt, dazu freiwillig bereit sind, eventuell. Die davon jetzt schon begeistert sind, bevor überhaupt irgendwas gelaufen ist, und vielleicht kann man sich denken, wen ich meine. Ja, könnte sein. Jetzt noch und zum Schluss ein Wunsch, der heute sogar in Erfüllung geht. Er möchte nämlich ganz gerne, dass der Conway dabei ist. Ja, ich? Conway. Ja, wusste ich. Ja, siehst du? Deswegen. Ja, gut. Grüße. Mal. Und in dem Kommentar wird sogar noch Conway für die Moontalk Hall of Fame vorgeschlagen. JFK. Da kommen jetzt wieder alle. Das ist zu früh. Ja, danke. Was ich bin ja erst 10 Jahre dabei. Eben. Du kannst es ja so handhaben wie Kurt Angle. Du bist immer noch dabei, aber auch schon Hall of Famer. Hall of Fame bedeutet ja nicht, ich laufe auch so wie Kurt Angle inzwischen. Das passt. Ich hoffe, du kannst deinen Kopf mehr drehen als Kurt Angle. Also wenigstens ein bisschen, ja. Genau, übrigens, jetzt, auf YouTube ist ja WrestleMania 34 5 Stunden von der WWE offiziell. Ja. Zu sehen. Und da habe ich mir nochmal reingezogen, das Match des Abends, Kurt Angle und Ronda gegen Triple H und Seth. Und da war Kurt Angle auch beim Auftritt und so, hast du gemerkt, der ist halt noch nicht so steif wie inzwischen, wenn er zum Ring kommt. Das fand ich ganz interessant. Da Kurt Angle hat auch ein Jahr bevor in der WWE war gegen Zack selber Junior ein Match gehabt, was richtig gut war. Und da hat er sich auch ganz normal bewegt. Ich weiß nicht, was da passiert ist in dem Jahr. Okay. Also, wir können jetzt alle schnell noch schnorren auf dem YouTube-Kanal von der WWE, WrestleMania 34. Ich war ein bisschen überrascht. Am Anfang wurde eingeblendet TV14. Was? Was? Ja, was? Okay. Also irgendwie stimmt da was nicht. Ah, naja, auf YouTube. Na, keine Ahnung, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Egal. Eigentlich kann es nicht sein. Hast du denn mal verglichen? Du hast doch das Network, ob das da auch kommt. Ja, genau. Ich habe mir heute zweimal hintereinander WrestleMania 34. Nein, den Anfang, ob da dann auch TV14 steht. Ach so, das kann ich natürlich nochmal machen. Ja, das ist eine gute Idee. Sag mal. Wenn du das Network holst. Dann noch eine letzte, dann wurde eine Frage an uns gestellt. Nee, das nicht. Das war in diesem, damals war, da war noch, da war noch nicht das von jetzt. Da war noch das andere. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wo du gerade bei Themes bist, jetzt muss ich mal kurz abschwenken. Schaut doch bitte von, es gibt ja bei Up, Up, Down, Down, gibt es ja diese, diesen Universal Mode, nee, wie heißt das denn? Battle of the Brands heißt das. Ne? Ja. Und da guckt euch mal Folge 44 an, da ist es nämlich Buried Alive Match, wo dann quasi ein Raw gegen ein SmackDown-Superstar angeht. Hab ich schon gesehen. Xavier Woods, großartig. Ich hab mich totgelacht. Yeah! Großartig. So, für diejenigen, die jetzt noch was hören, ganz kurz, vielleicht weiß das gerade Gordon, der ja quasi hier allwissend ist vielleicht übertrieben, aber doch, doch.
Okay, allwissend ist im Bereich vom Wrestling. Warum musste der Taker 94 in die Pause, wurde nachgefragt, was gar nichts jetzt mit Story, obwohl ja doch Storyline damals ja auch mäßig war, aber warum? Weißt du das? Rücken hatte, ganz einfach. Er hat sich in mehreren Matches den Rücken angeschlagen und da waren wohl zwei Wirbel, die nicht ganz ausgeheilt waren. Und er musste dann in eine längere Pause gehen, weil die WWE angeordnet, der Arzt damals angeordnet hat, dass er den Rücken auskurieren musste, damit er eine OP umgeht. Tja. Ja. Und zum Glück gab es damals kein Internet, so haben wir das nicht vorher erfahren und ich war fest davon überzeugt, dass der Taker beim Rumble 94 Champion wird, weil es ja ein Sargmatch ist und Yokozuna so viel Angst hat. Naja. Ja. Ja. Schon damals warst du letzter im Tippspiel. Ja, natürlich. Wir können ja mal tatsächlich, mal so aus Spaß, rückwirkend einen Pay-Per-View tippen, ohne ihn gesehen zu haben nochmal. Ohne Gordon. Meinst du, er kennt alle Ergebnisse? Der weiß alle. Als er hier in Göttingen war, ja, da hau ich ihm einfach nur raus, ja, hier dieser Pay-Per-View da von der WCW. Und dann hat er in einer halben Stunde die ganze Card sogar mit Ergebnissen runter und wusste sogar noch teilweise die Match-Finishes. Da lasse ich nichts drauf ankommen, ohne Gordon. Das macht gut, nicht. Okay. Der sweept. So. Du hast dich nur erschrocken, weil ich wusste, dass der scheiß Opener Booker T gegen Disco Inferno war. Und du wusstest, dass er mit einem Harlem Hangover gewonnen hat. Du wusstest auch, dass Scott Hall Roddy Piper eingerollt hat. Nee, du wusstest nicht, dass es Roddy Piper war, aber du wusstest, dass Scott Hall mit einem Einroller mit den Beinen auf dem Ring war. Ja, das war der letzte, der einzige, der mir fehlte, war tatsächlich Roddy Piper. Auf den bin ich nicht mehr gekommen. Bin nicht mehr darauf gekommen, dass Hall Piper eingerollt hat. Ich wusste nur, dass er mit dem Roll-Up gewonnen hat. Ja, mit den Beinen auf dem Seil hast du gesagt, auf dem zweiten Seil. Also siehst du, das wusste er. Und er wusste, dass das Match auch schlecht war. Also unglaublich. Er wusste auch, dass DDP zusammengeprügelt wurde und dann mit einem Stretcher rausgebracht. Weißt du, das sind einfach so Infos, die merkt man sich nur, entweder wie ich, wo man früher das erste Mal so ein Pay-Per-View dann irgendwie auf Videokassette bekommen hat. Oder jemand ist wie Gordon. Aber, ja, das meine ich positiv. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen, Gordon. Komm mir nicht vorbei. Alles und verpasst mir bitte keinen Million-Dollar-Dream. Ja. Gut, Thema für heute, ja? Trommelwirbel. Jeff, nee, das war's schon mit YouTube-Feedback, cool. Ja, das war, ich sag, wir machen das jetzt kürzer. Jetzt wird hier. Jetzt was? Hier. Oh, muss ich jetzt das machen, wie Steph gemeint? Brrr. Ja, oh. Toll. Ja, jetzt gibt's hier Fische bei der Butter. Ja. Und das Thema heute nennt sich nämlich Badehosen-Catcher versus T-Shirt-Wrestler, die Optik im Wrestling. Oh, okay. Ja. Irgendwie habe ich's geahnt. Okay, okay. Das ist interessant. Du hast es doch nicht geleakt, der Spader. Nein, also nix. Ich hatte es irgendwie geahnt. Nix, ich habe da nichts. Ich möchte mal einfach in die Runde fragen. Ne? Ich fange mal mit Conway an. Was ist denn dein Lieblingsoutfit bei einem Wrestler? Hast du irgendwie einen Wrestler, der ein spezielles Outfit trägt, was du magst? Gott. Naja, es ist dann auch wieder gimmickabhängig. Ich meine, der Taker in Badehose wäre ein bisschen schnarch. Oder so jemand wie Doink. Wäre auch ein bisschen. Naja, obwohl, weißt du, rote Nase, runde Haare reicht dann fast wieder. Eigentlich nicht. Wobei, bei Workern es gut ist, wenn sie halt nur in Badehose und ohne Shirt, wenn sie sehr viel tätowiert sind. Hier ein Alistair Black wäre mit T-Shirt ein bisschen schnarch. Und, Shirt? Haus? Ja. Ja. Es gibt Worker, wo die Tattoos nicht so wichtig sind. Bei Alistair ist es schon wichtig, weil er ja auch sagt, hier, wir haben irgendwelche Aussagen, bla, bla, keine Ahnung. Aber wo die Tattoos nicht so wichtig sind, aber den Look mitbestimmen, wo ich dann auch wieder froh bin, dass sie nur eine Badehose haben, weil das dann irgendwie martialischer wirkt, damit ihr hier Batista. Mit seinem fetten Rückentattoo und hast du nicht gesehen. Ja. Aber war konkret kann. Ich finde es zum Beispiel gut, dass Kevin Owens ein T-Shirt trägt, ja. Auch jetzt noch. Ja, einfach, weißt du, weil. Nee, auch weil er so ein Typ ist. Von der Art her, der in Badehose irgendwie doof aussehen würde, oder würde das so das. Ja, es gibt ja einige, die kann man sich schlecht vorstellen in Badehose. Ne? Ja. Ich spiel mal einfach den Ball weiter an JFK, stell dir mal vor, der Roadhog nur in der Badehose. Ja, muss nicht sein. Also für mich ist auch ganz wichtig, dass das Outfit, wie Conway schon so angedeutet hat, gimmickbezogen ist. Ich habe jetzt natürlich gerade schon wieder
überlegt, als die Frage kam. Und ja, also ein Kurt Angle zum Beispiel, ne, ist ja wirklich ganz eindeutig Patrioten-Gimmick und er muss auch so antreten und er braucht auch das Singlet, um dann die Träger runterzustreifen vorm Finish. Also es kann ja sogar eine Match-Story innerhalb einer Match-Story verarbeitet werden, das Outfit. Also gibt's ja alles Mögliche. Oder wenn sich Jeff Hardy jetzt meinetwegen da die Stulpen abzieht oder irgendwas oder das Hemd auszieht oder da kann man ja auch immer schon den Status des Matches irgendwie erkennen. Ne? Also wenn es dann gegen Ende geht, dann spielt das Outfit auch immer eine gewisse Rolle. Und ansonsten mag ich gerne sehr aufwendige oder innovative Outfits. Ich hole ja, wie gesagt, gerade Raw 93 nach und Adam Bomb ist da natürlich ganz vorne. Also der stach ihm schon immer ins Auge. Ja, ne? Jens, wie sieht es bei dir aus? Was hast du für ein Lieblingsoutfit von einem Wrestler? Oh je, soll ich das wirklich sagen? Ja, hau raus. Ja gut, Hitman, Midian, Macho Man. Man. Ja, nee, okay. da wiederhole ich mich ja, das habe ich schon tausendmal gesagt, dass das meine Faves sind. Welcher also, Macho Man? Das ist die Frage. Langer Hose? Oh, oder ja, nee, Hose, du hast recht. Gut, gute Frage, sehr gute Frage. Ganz klar, das Outfit von 92, weil er sieht in Badehose nicht gut aus, obwohl er einen guten Body hat, das muss man auch mal sagen. Aber was Randy Savage einfach ausgemacht hat, war so dieses Bunte, die bunten Brillen und alles. Und deswegen bin ich damals auch Fan von ihm geworden. Ich habe ihn ja das erste Mal gesehen auf diesen Karten von Panini. War nur von, glaube ich, von Panini Oregon. Ja, ne? Ja. Ja. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Das Merlin. Oder so. Da hat ein Kollege zu mir gesagt, ja, der ist auch WWF-Champion. Nicht so schön. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es cool, der Typ ist cool. Dann habe ich ihn gesehen und so die ganzen Gestiken von ihm und die Catchphrases, alles, das passte einfach. Ich habe dann rückwirkend Matches von ihm gesehen aus dem Jahr 89, 88 und so weiter. Naja, soweit man dran kam in den 90er Jahren. Und ich war echt enttäuscht. Boah, Hilfe, was war das denn bitte? Ich dachte, der wäre cool, der war ja Intercontinental Champion. Da habe ich gesehen, wie er da rumrannte und dachte mir, okay, gehen wir wieder zurück ins Jahr 92. Das war dann eher nicht so mein Fall. Bei Bret Hart, da gab es ja auch eine Entwicklung, die allerdings dann auch immer fest blieb. Das hieß also, er fing ja an mit den Streifen an der Seite und dem Herzchen auf der Brust und das änderte sich dann irgendwann ja, dann kam ja der Totenschädel da ins Herzchen mit bei und die Flügel und an der Seite veränderten sich die Streifen in so eine Art Blitz und so weiter, das war eigentlich schon ganz cool. Aber so etwas kann ein Gimmick auch sehr unterstreichen und Körperkult ist da eine ganz gute Sache, die er angesprochen hat. Stell mir vor, wenn jemand wie der Warlord, der ja extrem muskulös war, oder der Bulldog, wenn die das hätten verstecken müssen, wäre vom Gimmick, ja gut, die sind scheiße eingesetzt, also zumindest der Warlord ist scheiße eingesetzt worden, aber wenn die, wie soll ich das gerade sagen, da lebte tatsächlich auch viel beim Gimmick von den Körpern her. Der Warlord mit dem Body eines 1-2-3-Kid, naja, das wäre natürlich ein bisschen seltsam gewesen. Aber der Typ war ja eine absolute Kante und hätte man den irgendwie vernünftig eingesetzt, obwohl er nicht gut wrestlen konnte, wäre da mit Sicherheit mehr rauszuholen gewesen. Mhm. Das heißt also, ich sag mal, es ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig gewesen, Arnold Schwarzenegger am Anfang von Terminator 1 einmal komplett nackt zu sehen, um zu wissen, okay, das ist eine Gefahr. Der Typ ist eine Kante, weil wenn er mal ein T-Shirt angehabt hat, dann ist natürlich viel von seinem Body einfach verloren gegangen gewesen. Und ja, so würde ich das mal sagen. Dann geht's natürlich wirklich viel übers Gimmick. Jemand wie Steve Austin mit nur einer schwarzen Hose, wirklich komplett schwarz und das war's. Hulk Hogan nur mit gelber Badehose und roten Knieschonern und so weiter. Es ist schon ein Stück weit langweilig, aber da geht's voll übers Gimmick. Und das passt dann natürlich einfach auch. Also es ist echt ein Zusammenspiel.
das ja, kommt immer auch auf denjenigen drauf an. Mal ist es durch das Charisma, da brauchst du dann nicht wirklich großartig irgendwas an Hose oder so. Oder es ist etwas, wo man sagt, ja, man kann da noch ein bisschen was rausholen. Ich hole immer gerne Razor Ramon raus, wenn es um sowas geht, wo man dann gemerkt hat, so, okay, der ist heute mit einer ganz anderen Farbe unterwegs. Das ist heute ein Pay-Per-View. Heute ist das was Besonderes. Mhm. Das war schon was. Ja. Oder, fällt mir jetzt gerade ein, in dem Zusammenhang, 94 King of the Ring war Luna in weiß gekleidet und nicht in schwarz. Sie war bei Raw in allen möglichen Shows, habe ich sie immer nur in schwarz gesehen und dann hatte sie mal ja so weiß, Silber, Perlmutt, was auch immer das gewesen sein soll. Und das behält man in Erinnerung. Also, ist ganz komisch irgendwie. Gordon, was ist bei dir denn noch in Erinnerung geblieben als Lieblingsoutfit von einem Wrestler? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich sowas wie ein Lieblingsoutfit gibt. Ich finde einfach, das muss irgendwie zum Charakter passen und vielleicht auch zum Gimmick passen. Ich finde irgendwie, das macht so das Gesamtbild aus. Es gibt einige, die das, wie Jens ja gerade schon richtig gesagt hat, es gibt einige, die das einfach auch das typische badende Hosen 70er Jahre Image einfach verkaufen können. Sei das nun, weil sie der typische College Wrestler à la Bob Backlund sind, der irgendwann komplett eine Schraube locker dreht, so, oder eben weil sie halt so viel Charisma haben oder ein Badass-Gimmick, dass das funktioniert. Und es gibt eben einige, die das Outfit vielleicht auch einfach für ihre Persona brauchen. Also Goldust zum Beispiel geht halt nicht ohne sein Outfit. Ja. Und natürlich ist es bei Doink genauso oder finde auch bei einem Bam Bam Bigelow. Das sind schon so Sachen, die da irgendwie zusammenspielen. Deswegen fand ich eigentlich auch immer das Polka-Dot-Outfit von Dusty Rhodes gar nicht so schlimm. So schlimm, wie es viele gemacht haben, weil ich einfach fand, dass Dustys Kiepel halt einfach viel zu heftig über seiner kurzen Badehose gehangen hat. Dazu noch dieser Blutschwamm, den er dann da auf dem Bauch hat. Das war alles schon echt nicht so geil ansehnlich einfach. Ja. Also es gibt ja natürlich irgendwelche Nacken wie Lashley oder Batista oder sonst irgendwie was so. Das sind halt dann eben auch Bodybuilder. Die können sich dann eben auch zur Schau stellen. Und das sieht dann eben auch nach was aus. Und wenn sie dann eben nur ein kurzes Unterhöschen da anhaben, können sie halt noch die Lieblingspose machen, wo sie mal ihren Hamstring zeigen oder sonst irgendwie was. Das ist dann so die eine Sache. Bei anderen bin ich ganz froh, dass sie dann irgendwie vielleicht auch so viel Selbstverständnis haben, die Sachen irgendwie, ja, wie eben Kevin Owens, dann eben nicht so offenkundig rauszutragen. Ja, stell dir mal Mabel in Badehose vor. Ja, Big Daddy V war schon hart. Also ja, Big Daddy V konnte man ja schon klar sehen und das war halt auch, ne, das ist so, Yokozuna ging dann noch so drüber, weil du ihn halt eben als einen Sumo-Ringer verkaufen konntest irgendwie, aber das sind natürlich genauso die Sachen. Bastian Booger war ja dann schon bewusst darauf angelegt, irgendwie zu gucken, okay, der Typ ist eklig, mit dem will sich keiner irgendwie rumschlagen. Ne? Mhm. Gut, was mit Gimmicks ist schon richtig, weil ich dachte so an klassische Gimmicks wie ich wusste den Namen gerade noch, ne? Hier der mit den Mülltonnen. Duke Jones. Danke. Jetzt stell dir den mal in Badehose vor, das nützt doch nichts, ja. Oder The Goon. Ja, wollte ich jetzt gerade nochmal ansprechen, Gimmicks oder die entsprechenden Outfits dazu können ja auch sehr hinderlich sein für einen Wrestler, dass das Match unfassbar anstrengend ist. Goon ist ein gutes Beispiel. Mhm. IRS sicher auch, der hat auch immer ziemlich damit gekämpft. Ja. Mr. Hughes, das sah auch nicht immer so super aus. Also, ja, aber ich fand IRS war trotzdem super intensiv. Also dem habe ich, also im Gegensatz zu Mr. Hughes habe ich ihm seine Matches abgekauft. Ja, mir tat IRS auch immer so leid, weil er immer einen See in den Ring geschwitzt hat. Also unfassbar. Ja. Wo wir gerade jetzt so ein bisschen diese Einführungsrunde vorbei haben, ich wollte noch ganz kurz auf mein Lieblingsoutfit war eigentlich immer nicht dieses typische Badehosending, sondern zu der Zeit der WCW, als ich sozusagen mit Wrestling angefangen habe, war ich immer begeistert von dem Outfit, was der Flock getragen hat, nämlich diese kurzen Hosen.
ne, mit den Knieschützern. Manchmal auch mit T-Shirt, aber das fand ich irgendwie cool. Das hatte irgendwie so ein bisschen Outlaw-like. Ja, es Jeans, gab ja, oder? Bitte? Die kurzen Jeans. Ja, genau, die kurzen Jeans. Das fand ich eigentlich ziemlich cool vom, mit diesen ausgefransten und noch ausgefranst. Das fand ich eigentlich immer ziemlich cool von der Optik. Es gab mal irgendwie eine ganz schlimme Zeit in der WWE, ich weiß nicht, welche Jahre, das könnt ihr mir ja gleich sagen, wo einfach jeder in Badehose noch angetreten ist. Das war irgendwann in den Mid-2000ern oder Ende 2000er. Ja. Da war doch jeder nur noch Badehose. Ich glaube, JFK, irgendwie hatten wir hatten auch früher als, dass es also ganz schlimm war. Ja, dass du halt nur noch Badehose und Badehose siehst. Ist hier jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Ich mag es so ein bisschen, wenn es gemischter ist. Ne? Wenn es nicht nur nicht nur diese Standard-Badehose ist. Vielleicht ist es auch noch ein Trauma, was ich habe von dieser WWE-Zeit. Bitte? Nee, so 2007 bis 2009 vielleicht auch, ja. Als dann hier Legacy kam. Dann hast du so Orton und Cody und Ted DiBiase Jr. und dann auch noch möglicherweise die Gegner dann entsprechend in solchen Outfits und du wusstest irgendwann nicht mehr, wer ist. Es ist einfach nur so ein alles so ein Einheitsbrei einfach. Aber okay, es ist wahrscheinlich so für die Athletik oder um die Körper auch zu präsentieren. Auch davon lebt die WWE, ja, also kann man ja ruhig mal so sagen. Ist es natürlich ideal. Aber es strahlt eben nichts aus. Dann nimmst du mir schon die nächste Frage weg. Ah, okay, gut. Weil das ist ja nämlich die nächste Frage, nämlich, da kannst du gleich weitermachen, JFK. Wie wichtig denn für euch so ein durchtrainierter Körper, eine durchtrainierte Person ist, um einen Wrestler darzustellen? Also die Optik des durchtrainierten Sportlers in Verbindung mit einem Wrestler. Dürfte ich kurz nochmal... Ach so, ja klar, hau rein. Und zwar etwas haben wir gar nicht angesprochen und das ist mir besonders wichtig, nämlich das Outfit bei Tag-Teams. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man Tag-Teams auch als solche erkennt, ja. Dass die gleiche Klamotten tragen oder ähnliche Klamotten. Wir hatten ja mal die LOD, die eigentlich dann in gleichen Klamotten aufgetreten sind. Irgendwann hat Animal, glaube ich, dann angefangen, eine kurze Hose zu tragen, aber du hast sie als Tag-Team definitiv erkannt. Nicht nur, weil sie als Team schon so etabliert und bekannt waren, sondern weil man einfach anhand der Zeichen und der Farbe erkannt hat, so, dass passt. Das finde ich ja bei New Day auch so ziemlich cool. Du siehst einfach so, ja, Big E trägt was anderes. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist ja kein Tanktop. Das ist so, ja, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall. Den Mantel hat er an. Die anderen haben so kurze Jacken. Nein, das Outfit. Achso, du meinst In-Ring? Ja, In-Ring, genau. Ach so. Ja. Da gibt es ja so verschiedene. Es gibt ja die Badehose, es gibt ja Tanktop mit langer Hose und so weiter. Das, was Owen getragen hat, ne? Oder wie Brad es getragen hat. Ja, aber ich weiß die Namen von den Dingern nicht, tut mir leid. Aber eben das finde ich auch wirklich super wichtig, weil das für mich auch irgendwo so diesen Teamgeist fördert. Und deswegen bin ich gegen zusammengewürfelte Teams. Die kann es gerne auch mal geben. Aber das ist mir zum Beispiel heutzutage zu viel. Hm. Ja, es wurde einfach zu sehr ausgereizt. Jetzt muss ich jetzt, ich stelle nochmal die Frage und dann kann JFK nochmal sich ein bisschen nochmal darauf vorbereiten. Die durchtrainierte Person, also die durchtrainierte Person, männlich, weiblich, um einen Wrestler zu verkörpern. Wie wichtig hältst du das? Ja, auch das ist wieder gimmickabhängig. Also. Klar, also ich habe schon die ersten Male so gedacht, als Shane McMahon seine ersten Matches hatte, okay, der will das so ein bisschen kaschieren, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ist eben kein ausgebildeter Wrestler in dem Sinne, der wirklich darauf hinarbeitet und auch wirklich einen guten Körper haben muss. Aber teilweise sieht man es ja auch, ich glaube jetzt bei Crown Jewel, ne, da hat er doch, glaube ich, nur das schwarze Unterhemd an. Ne? Also er ist ja durchtrainiert. Also theoretisch könnte man ihn so vermarkten, aber muss man ja in dem Fall nicht. Ich meine, er passt ja gar nicht in die Schiene. Ne? Also man muss es nicht auf Zwang so haben. Man kann das auch, man kann es auch anders darstellen. Auch ein Reigns zum Beispiel, der tritt ja auch nicht mit freiem Oberkörper an. Oder ein Ambrose eine lange Zeit nicht. Könnte man machen, aber es ist eben, wie gesagt, immer gimmickabhängig. Und wenn die Damen da zugucken, die wollen natürlich auch was sehen, das ist ja logisch. Kann man genau, die Frage ist natürlich, sind die Damen
die größte Zuschauergruppe, die man natürlich damit erreicht. Natürlich möchten die Damen, ich meine, klingt jetzt auch wahrscheinlich normal, aber die Herren wollen ja auch mal ein bisschen was sehen bei den Damen. Ja? Also ich habe das auch das Gefühl, was ja. beim Damen-Outfit ein bisschen weniger Varianz drin steckt, als jetzt irgendwie bei den Männer-Outfits, aber ja. Das ja, bei, halt den Damen, bei den Damen kannst du es ja leider nicht aussuchen, ob die mit oder ohne Oberteil antreten. Also, ja, ja, nee, 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 ich meine jetzt außer Tamina und naja, Jax haben jetzt auch keine, die sich irgendwie outfitmäßig, ne, irgendwie durch so ein wie soll ich sagen, auffälliges Ganzkörper-Outfit oder irgendwie anders stylisch sich abhebt. Ich habe immer das Gefühl, es ist der Bikini oder der große Badeanzug, weißt du? Also jetzt im tragenden Sinne, aber wie ist das denn, wie siehst du das denn, Gordon? Du hast ja gerade auch schon gesagt, so von wegen durch Gimmick abhängig, klar. Das werden wir wahrscheinlich heute 20 Mal sagen, aber wie siehst du das? Wie wichtig ist für dich da sozusagen das optische Bild des Wrestlers? Spezifizier mal. Naja, also wenn du jetzt irgendwie wenn du jetzt irgendwie da sitzt, sagen wir, du bist bei irgendeiner Show und es kommen irgendwie Wrestler rein, die du jetzt nicht kennst. Und da kommt jetzt jemand rein vom Kaliber, was ich, wie Bam Bam Bigelow, und der tritt an gegen jemanden wie sich Bobby Lashley. Was wäre so deine, würdest du dann eher den personalisierten Wrestler, also den Wrestler an sich, eher mit Bobby Lashley von der Physik her zuordnen, oder wär's denn eher, würdest du sagen, okay, Bam Bam Bigelow, also jetzt nur von der Optik. Ich rede jetzt an, versuche das Gimmick gerade so ein bisschen auszuklammern, weil ich möchte so ein bisschen auf diesen optischen Aspekt, weil Vince McMahon ja immer von wegen, ja, der muss durchmuskuliert, falsches Wort, ja, muskulös sein. Ne? Also es geht, du meinst jetzt tatsächlich nur den Superstar-Look. Genau, diesen Superstar-Look, genau, in diese Richtung. Ja, ja, natürlich, das ist ja, witzigerweise, Drew McIntyre hat das ja gerade auch bei Up, Up, Down, Down gesagt, ne, also, dass er, wenn er jetzt irgendwie so auf Partys eingeladen ist oder so, ne, und dann irgendwie die Leuten, I'm a Wrestler, so erzählt, ja, dann sagen die natürlich auch alle sofort, oh ja, Mensch, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, ja, gut, ich meine, natürlich, klar, es ist schon beeindruckend, wenn du natürlich einen Kerl hast, der wirklich irgendwie, keine Ahnung, da 9% Körperfett hat und 1,97 groß ist und keine Ahnung, natürlich nimmt man den eher wahr und denkt dann auch, ja, okay, der reißt mir wahrscheinlich eher einen Arsch auf als Louis Piccoli. Ja, was nun mal einfach ganz normal ist, so, oder als, ja, keine Ahnung, auch in Kevin Owens, das zeigt sich dann halt erst im Ring. Es bringt halt nicht immer was, ein Top-Body zu haben, was wir ja nun etliche Male auch schon in der WWE gesehen haben, wenn dann halt eben nichts dahinter steckt. Also auch wenn wir das Gimmick ausklammern, geht es dann ja immer noch ums In-Ring-Talent. Das heißt, kannst du sellen, kannst du worken und so weiter und so fort. Und das können halt viele einfach nicht, weil sie eben eher Bodybuilder sind als irgendwas anderes. Und dann werden die Leute sehr schnell stale und werden langweilig. Und wenn man ihnen die Intensität und sowas nicht abkauft, ja, dann passiert da halt nicht mehr viel. Also ich fand auch Ezekiel Jackson war da ein perfektes Beispiel eigentlich für eine ganze Weile lang in der WWE. Ne? Er hatte auch ein Million-Dollar-Body. Aber ja, der hatte eigentlich auch einen miesen Look. So, ne? Der konnte schon den grimmigen Typen irgendwie markieren, aber der ging einfach nicht over, auch von seiner ganzen Ausstrahlung her nicht. Da war der einfach zu blass und In-Ring war halt auch einfach Schmu. So, da lief halt nichts. Ich weiß es nicht, ich habe gesehen, dass er am Anfang irgendwie bei Lucha Underground mit dabei war. Keine Ahnung, ob er da mehr als die Bodyguard-Rolle dann irgendwann noch eingenommen hat, weil ich habe Lucha dann eben nicht weitergeguckt. Aber das war natürlich dann so ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ja, hilft halt nicht immer was. Klar, ja, hat das einen Vorteil für den einzelnen Wrestler, wenn man jetzt irgendwie auftaucht und, keine Ahnung, 2,05 Meter, 2,10 Meter groß ist und dementsprechend breit, dann ist einem der Push, und das war es auch in den 80ern schon, erstmal gewiss. Es kam ja auch nicht von ungefähr, dass auch Scott Hall erst später seinen Break bekommen hat, weil ihm eben auch diverse Leute einfach keinen Break geben wollten, weil sie halt ihre Position in der Company schützen wollten, sei das nun in der AWA oder NWA oder eben auch in der WCW, wo er ja auch um vieles gerungen hat, so. Mhm. Vince McMahon am Anfang in ihm halt auch nichts gesehen hat, als er noch
Big Scott Hall war, ne? Ja, ja. Wow, der Zusatz Big ist ja auch ganz toll. So. Bei allen. Ja, bei Big, ja, absolut, ne? Big John Studd, ja. Alles. So, ich weiß. Alles, everybody. So, und das ist natürlich auch, ist natürlich dann auch so ein Ding. Und das funktioniert dann nicht. Und dann kommt natürlich eben mit dazu, dass dann eben viele auch sagen, jo, alles klar, du bist ein ganz gut aussehender Kerl, du bist irgendwie 1,96 groß, du bist muskulös. Ja, du könntest ein Topstar werden, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. So, mhm. Das sind natürlich solche Sachen. Aber klar, die Optik spielt natürlich auch mit. Das ist ja auch das, was ich immer wieder über Lashley sage. So, muskulös ist der Typ. So, und der wird dafür, auch wenn jetzt viele immer sagen, ja, toll, Anabolika, bla. Ja, Anabolika sorgt aber nicht dafür, dass du läufst. So, klar baut das deine Muskeln mit auf, aber trotzdem sitzt der Typ mehrere Stunden im scheiß Fitnessstudio und macht da seine ganzen 1000 Übungen, damit er aussieht wie He-Man. Ja. So, ja, und das ist nun mal halt, oder wie Clamp Champ in dem Fall. So, aber das ist eben genau der Punkt, dass ja, Jens hat den Witz kapiert. So, so, aber auf jeden Fall, das ist ja halt genau der Punkt, so, ja. Das muss man natürlich dann auch in dem Moment, zumindest von der Anstrengung, die er da reingesetzt hat, respektieren. Hm. Wie das dann mit der Leistung aussieht im Ring oder sowas, ne? Also ein Rob Terry zum Beispiel fand ich auch beeindruckend von der Physis her, aber ich konnte den mir nicht angucken. Der Typ, der sah aus wie ein übersterilisierter Fußballer, der immer durch den Mund geatmet hat, der null Ausstrahlung hatte, wo ich nur gedacht habe, ey, nee, der Typ geht einfach nicht. Aber ein Body hatte der. Ja, Wrestling konnte leider auch gar nicht gut. Ja, absolut, ja. Aber das ist ja das, was ich meine. Und das ist auch das, was der WWF und auch den Wrestlern ja gerade auch Anfang der 90er so überhaupt nicht geschmeckt hat, ne? Als dann die World Bodybuilding Federation mit dabei war und man dann plötzlich Bodybuilder eher hofiert hat, weil Vince McMahon das gerade toll fand. Und das war auch einer der Gründe, warum Lex Luger am Anfang ziemlich stark, also ziemlich schwierigen Stand in der WWF hatte. Ja. Auch ich kann an die OSW Review mit dem Lex Express verweisen. Sehr gut, wie sie da zeigen, dass Lex Luger auch einfach keinen Bock mehr darauf hatte. Diese ganze American Hero Sache. Fand ich großartig. Conway, was meinst du denn dazu? Look im Wrestling. Superstar Look. Völlig. Ja, ich habe eher. Ne, ich beschäftige mich die ganze Zeit im Kopf schon mit so einem Thema, sage ich mal, was zum Hauptthema passt, also ein Unterthema, die Sache mit den Oberteilen, die eine Rolle spielen bezüglich Selling von Moves wie einen Chop oder so. Ja, wenn du einen Reigns siehst mit seiner Weste, er kriegt Chops ab und soll die verkaufen. Oder dass er unter Stuhlschlägen genauso leidet wie jemand, der oben rum nix anhat. Das tangiert mich im Moment eher mehr, dieses Thema. Mhm. Ein Superstar-Look ist doch auch abhängig von, nicht nur vom, was du im Ring trägst, sondern auch beim Auftritt. Der Weg zum Ring ist dann, da ist mir die Kleidung manchmal wichtiger als dann im Ring. Ja, das, also ich kann ja schon mal teasen, Entrance alleine ist auch eine ganze, da können wir eine ganze Meter drüber halten. Ne? Also. Ja. Nee, das ging mir jetzt einfach nur so ein bisschen um diesen Superstar-Look und, ne, dieses Durchtrainierte, was ja oftmals immer irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen das Stigmata, ne, dass immer gesagt wird, ja, Wrestler, das sind ja diese aufgepumpten, muskulösen, ne, Typen. Und, weiß ich, wie würdest du dem quasi entgegnen? Also sozusagen, ist das Durchtrainierte wichtig, ein elementarer Bestandteil? Oder kann man sozusagen andere Aspekte auch statt das als optisch hervorheben? Ja, Punkt. Nein, ja. Also das reicht nicht. Ich bin ja auch in der Zeit, ich bin ja in den 90ern eingestiegen. Da war das ja gar nicht mehr, da ging es ja dann auch wirklich mehr um das Ganze. Wie gesagt, ich habe damals mit diesem Sticker-Album angefangen, ja, und habe dann die ganzen Bilder gesehen. Und dann hast du da, also durch ein Sticker-Album, und deshalb bin ich deshalb konkret, weil du ja an den Fotos nicht siehst, wie groß der Wrestler ist. Oder auf Fotos wirkt ein Riese mit Muskeln genauso wie
Bret Hart. Von der Größe und Statur her. Mhm. Also bist du nicht so abgelenkt von dem, was du im Fernsehen siehst, im Ring, den Größenvergleich, sondern hast Fotos und orientierst dich dann an anderen Ansatzpunkten, wie die Farbwahl zum Beispiel, hier im Bret Hart mit seinem Pink und so. Oder Gimmick-mäßig ein Tatanka, der dann auch aussehen muss wie ein Indianer und so. Und das ist dann schon wichtiger. Mhm. Und ich fand einer aus dem Sticker-Album, der auch vorhin erwähnt wurde, zu Recht von Gorn, war dieser Bastion Booger. Und der ist ja nun kein Bodybuilder und der hat trotzdem auf mich einen gewissen Impact gehabt, so von, weil Carsten Schäfer, der ja die deutschen Texte schrieb, auch so schöne Sachen formuliert hat. Ja, hat Orangenhaut und stinkt. Ja. So. Ja, ja, da sind die Informationen. Ja, puh, und das kann man das wirklich so sagen? Also, er ist zwar wirklich kein Bodybuilder im typischen Sinne, aber der muss genauso trainieren, also Yokozuna musste genauso trainieren wie die anderen auch. Ja, sonst eben. Hätte der Körper... Doch, ja, das ist doch wichtig. Ja. Und ein Bodybuilder kann davon ablenken. Weil Bodybuilder trainieren doch eher optisch und nicht in ringtechnisch. Also außer sie sind halt Wrestler, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ein Bodybuilder Body ablenken kann von, das siehst du bei Rob Terry, war auch so ein Beispiel, von den in Ringfähigkeiten. Und deswegen, also, ja. Jens, wo du dich gerade schon geäußert hast, wolltest du gleich noch weitermachen mit dem durchtrainierten, nicht durchtrainierten? Ja, ich sag mal, wo man doch eine Grenze ziehen kann, ist bei den Frauen. Also die wenigsten sind ja wirklich so durchtrainiert wie zum Beispiel eine China. Da kommen ja nur wenige dran. Ich sag mal, vielleicht noch eine Beth Phoenix, vielleicht jetzt noch eine Charlotte, obwohl auch nicht so sehr. Das ist bei Frauen natürlich weniger definiert wie bei einem Mann, ganz klar. Aber das ist so eine Sache, es kommt immer, das ist ja das Schöne am Wrestling, da ist Platz für jeden, da ist Platz für den völlig Übergewichtigen, es ist Platz für den Common Man, es ist Platz für den Großen, für den Kleinsten, dort kann es eigentlich jeder schaffen. Es ist nur die Mischung das Wichtigste dabei. Und da ist eben auch die Sache, wie willst du es darstellen? Du hast einen Big Daddy V, ja, der jetzt hier so einen sexy Typ verkörpern soll. Da ist doch ganz klar, das kannst du nicht ernst nehmen. Das hat die WWE auch nicht getan. Das wollen wir mal ganz klar sagen. Das ist auch in Ordnung so. Aber die Sache ist halt eben die, wenn du ernsthaft versuchen willst, einen arroganten Heel darzustellen, dann muss da natürlich schon auch irgendwo das Körperliche mit bei sein. Mhm. Das heißt, Shawn Michaels wäre zum Beispiel nie so hoch gekommen als Sexy Boy, wenn er pummelig gewesen wäre und vielleicht 1,60 Meter groß. Das hätte natürlich alles nicht funktioniert. Und er ist so breit wie er groß ist, ja. Weiß ich nicht. Also da sprechen ja zum Beispiel ein paar Gimmicks dagegen, ne? Also so ein Adrian Adonis oder so spricht da halt dagegen. Klar geht das dann eher in die Comedy-Schiene oder so, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dir geht es wahrscheinlich eher darum, so jemand, der halt narzisstisch ist, ne? Der seinen Spiegelbild, richtig, so wie eben Lex Luger in Anfang seiner WWF-Karriere oder Chris Masters oder so, keine Ahnung, ne? Genau, Rick Root meinetwegen auch das, ja. Das würde natürlich da so mit reinspielen. Aber ich glaube, es gibt ja auch gerade die Gimmicks, die dann eben auch darauf, wie eben Adrian Adonis dann eben so zu WrestleMania 2, WrestleMania 3 Zeiten, die ja auch gerade irgendwie so damit spielen, ne? Dass sie eigentlich aussehen wie die Müllabfuhr, aber so tun, als wenn sie 100 Bucks wären. So, ne? Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil man ja dann gerade noch sagen kann, Alter, du siehst aus wie eine Presswurst, Junge, jetzt halt die fiese Fresse. Jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen in die Thematik eingearbeitet, so ein bisschen geschaut, also, ne, dass man eigentlich dem Ganzen fast kein Ende gesetzt ist, aber habt ihr irgendwas,
wo ich sagen würde, das ist absolut ein No-Go bei Wrestler allgemein oder bei irgendeinem bestimmten Wrestler, wo ich was gesehen habe. Also ich fand es damals... Optisch? Ja, optisch. Ich fand es jetzt bei Big Daddy V damals echt hart, so zu beobachten, weil mit den Hosenträgern und so, das sah auch irgendwie... Es sah vom Gesamtpaket einfach komisch aus. Habt ihr denn irgendwie... irgendwie vielleicht Beispiel gerade oder irgendwie eine Idee, was nicht funktionieren kann. JFK, du hast doch bestimmt aus deinem jahrelangen Wrestling-Schauen irgendwo was mitgenommen. Tyrus. Also, das war ja auch so ein Singlet und wo da überall was rausgerutscht ist und wo er dann ja, bei einer falschen Bewegung und da hing dann ja, alles Mögliche raus an Stellen, wo es am besten nicht passiert. Was denn? Sein Hoden etwa? Ja, nee, ja. Da ist mal so ein bisschen was verrutscht und irgendwie war das nicht, ja, nicht wirklich gut. Auch bei Tatanka ist es mir jetzt im Nachhinein auch immer wieder aufgefallen. Also dem ist da auch alles Mögliche verrutscht und der hat auch sehr, sehr viel Preis gegeben. Also ja, es ist, es muss passen. Also in zweierlei Hinsicht. Es muss einmal zum Charakter passen und dann müssen die Klamotten auch passen. Das kann doch nicht so schwer sein. So. Oder wenn jetzt zum Beispiel, auch ein schönes Beispiel, wenn sich ein Ray, ich glaube, das war, oh Gott, was war das denn? Das war irgendein Opener, ich glaube, von einem SummerSlam gegen Eddie oder so. Kann sein, dass ich das gerade verwechsel, aber er hatte irgendwie eine neue Maske und musste die sich alle 5 Sekunden zurechtrücken. Und das hat den Matchfluss so dermaßen gestört. Da muss man vorher gucken, wie passt das? Das muss man doch vorher so ein bisschen eintrainieren auch mit. Und das Outfit zu präsentieren oder den Körper darin auch sicher zu präsentieren, das gehört auch zum Training dazu. Ja. Oder sollte zumindest. Ja, das haben ja sogar auch einige Wrestler gesagt, die auch eine Zeit lang unter einer Maske dann gewrestelt haben, ne? Die dann auch irgendwie noch ihre Masken anpassen mussten, weil das dann irgendwie nicht richtig hingehauen hat, sie nichts Richtiges sehen konnten und solche Sachen. Und da denkt man sich dann natürlich auch, Alter, habt ihr das nie getestet so? Habt ihr die erst echt Backstage aufgezogen und dann, ach scheiße, ist ja eine Aldi-Tüte. So, also mein ey, das muss einem doch irgendwie vorher klar sein, so, okay, durch das Ding kann ich nicht gucken. Und bevor ich da jetzt irgendwie, hat nicht auch Rob Van Dam das mal erzählt oder so? Irgendjemand hat erzählt, dass er eine Maske getragen hat in irgendeinem Match oder so und er konnte überhaupt nicht darauf gucken und hat dann irgendwie mehr oder minder nur Glück gehabt, dass er die Leute wirklich nicht verfehlt hat oder so und war dann froh, dass das Match nach 5 Minuten vorbei war. Ich finde das ja auch immer faszinierend bei so Masken wie bei Kwang zum Beispiel, was ja so diese Netzaugen sind, nur dass sie da überhaupt was sehen. Ja. Das finde ich so krass. Ja. Geht ja nur nach Instinkt dann. Ja, denke ich auch bei Sin Cara immer, ne? Und dann hast du dazu noch das Bäckerlicht, weißt du? Ja. Bäckerinnung. Ja. Aber was gar nicht geht, um deine Frage zu antworten, ist, weil da, aber die Sachen, die mir eingefallen sind, die sind ja mit Absicht so eklig, wie zum Beispiel bei Big Dick Johnson. Wenn der im Tanga rumläuft. Mit Öl einge. That's funny. Ja. Ja. Ich finde es gerade bei den Frauen auch sehr wichtig. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh um die Women's Division, die wir jetzt haben. Die Zeiten, wo die Frauen wirklich nur auf das Körperliche reduziert wurden. Gott, jetzt höre ich mir schon an wie ein Feminist. Die sind zum Glück ehrlich gesagt vorbei, weil ich bin froh, dass wir jetzt wirklich nur den Blick haben, geradeaus auf Athletinnen und nicht mehr auf irgendwie Körperkult nur. Natürlich sehen die auch schön aus und natürlich ist immer was fürs Auge dabei. Das will ich auch gar nicht bestreiten, dass ich da nicht auch gerne hingucke und so weiter. Aber trotzdem finde ich, dass diese Zeit auch mit den Klamotten und so weiter irgendwie eine andere ist, als wie noch vor ungefähr 10 Jahren. Ich hatte auch das Gefühl, bei den Frauen früher, die eigentlich nur ihre Badeanzüge an. Hatte ich so, ja, natürlich. Es gab ja auch viele Matches da, diese Whoopi-Cushion-Matches oder wie die hießen und was wir da nicht alles hatten für ein Mist da drunter. Ja, ein Playboy-Pillow-Fight, wo du natürlich auch die entsprechenden Sponsoren dazu hattest, ne, aber... Ja. Ja, oder einfach mal eine Tanzeinlage, so Extreme Exposé oder so. Das kann man natürlich noch als Gimmick mit rübernehmen. Man kann das mit vermarkten, aber heutzutage muss das auf jeden Fall auch durch die Leistungen
noch irgendwie ja untermauert werden. Das war damals nicht so wichtig, glaube ich zumindest. Vielleicht wollten sie es auch so präsentieren, aber es hat dann eben nicht so geklappt. Ja, du musst auch immer gucken, wie wichtig sind auch Farben. Ich sag mal, man hat den Undertaker ja konsequent immer in Schwarz gebracht. Klammern den Biker-Taker mal aus. Dieses Darkseid-Gimmick ließ ja nicht wirklich viel zu. Es waren ja auch nicht wenige, die gesagt haben, also, oh, dieses Lila, das ist echt schon grenzwertig. Ja. Ich fand das cool. Ja, ich fand's auch cool. Aber was hätte sonst großartig noch an Farben gepasst? Braun wäre nicht gegangen. Rot, ja, ist sowas, das passt so zu so einem. Warte mal, warum nicht braun? Ich weiß nicht, also schwarz und braun, meinst du, das wäre so geil gewesen? Da ist ja Kontrast, glaube ich, nicht so groß. Das ist, richtig, so, genau, ja. Ja, und ja, das sind halt eben so Dinge, da muss man schon irgendwo drauf achten, dass das irgendwo auch passt. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wäre ein Undertaker in Weiß gegangen? Wir haben Shawn Michaels gesehen, vielleicht das als Beispiel, wenn man sich das von WrestleMania einfach nochmal so ins Gedächtnis ruft. Ich weiß nicht, das hätte nicht gepasst. Ja, es hätte ausgesehen wie Mordecai, wobei ich den ja so... Mordecai fand ich ganz gut, aber ja. Hat noch mal nichts gebracht. Ja, hier bei der aktuellen, oh, jetzt plage ich das schon wieder, Something to Wrestle, über den Taker 2004 bis 2006. Da wird auch über Mordecai kurz gesprochen. Und wer da Einfluss genommen hat auf das Gimmick, ich glaube, ausgehört zu haben, und deswegen kam das wohl auch auf bei dieser Ausgabe, also auch der Taker da mitgesprochen. Ideen weitergeben. Naja, es war ja auch geplant, dass Mordecai ein großer Gegner für den Taker werden sollte. So, okay. Sie waren ja der Ansicht, dass Kevin Thorne, Seven oder wie auch immer, einfach nicht gut genug war, zu nervös war vor der Kamera, zu viele Sachen abgefuckt hat. Und irgendwann hat Vince halt den Glauben an ihn verloren und war dann halt der Meinung, jo, der Junge bringt's nicht so, das lassen wir jetzt und scrappen das Gimmick. Und das war dann ja auch der Grund, warum er dann letzten Endes gegen Ray verloren hat, glaube ich. Und das war dann auch sein letztes Match, ne? Mhm. Und dann war er weg und kam irgendwann als Vampirjockel wieder. Yay! Ich überlege auch immer die ganze Zeit so, in dem Sinne mit No-Go's bei Outfits, das Outfit kann ja natürlich auch provokant gewählt werden, ne? Ja. Also ich denke damals vielleicht Adrian Adonis war dann ja auch vielleicht dadurch, dass er sich so gegeben hat oder so geschminkt hat oder so aussah, auch eher irgendwie Heel, oder einige Leute sitzen da auch eher drauf. Also der Undertaker zu Anfang war natürlich auch in seinem Grau Schwarz ja auch zu Anfang noch Heel, bis er dann irgendwann geturnt war. Ne? Ja. Die Farben hat er ja mitgenommen. Und dann, bis er dann beerdigt wurde oder begraben wurde oder in den Sarg gepackt wurde, 94. Genau, aber die Grundidee des Outfits kann es ja auch sein, zu provozieren. Ne? Ich wollte ein bisschen zumindest relativieren, dass ich natürlich gesagt habe, Big Daddy V fand ich schrecklich. Natürlich kann es auch provokativ genutzt werden. Du meinst wie Friar Fergus. Genau, ja genau. Die Frage ist ja, die ich jetzt da anschließen möchte, ist es dann eher gut, wenn ein Outfit gewählt wird und dann provokativ wirkt? Oder kann es oder ist es eher hinderlich oder auch schlecht sozusagen, weil die Leute dadurch eher das Interesse verlieren. Also naja, ich glaube, das kommt immer drauf an. Da hängt es, glaube ich, für mich vollkommen damit zusammen, wie du das Ganze aufbaust. Wenn du es nur um Shock Value zu haben machst, dann wird es schnell langweilig. Zu sehen war das ganz stark bei Orlando Jordan bei TNA. Das hat die Fans ab dem dritten Mal schon gelangweilt. Und die Leute waren einfach irgendwann nur noch davon angenervt, dass es so die Selbstdarstellung seinerseits war. Oh, ich bin bisexuell und divers und boah, ich zeige jetzt irgendwie, wie was für sexuelle Abgründe ich hier habe und so. Und die Leute dachten sich so, Alter, ich will doch nur Wrestling sehen. So, was soll das jetzt hier? Du läufst hier
in Absperrband bekleidet rum, bis rum. So, ja, und das hat die Leute halt einfach, du hast das auch in der Halle irgendwann gehört, das waren keine Buhrufe, weil er ein guter Heel ist, sondern das waren Buhrufe, weil die Leute sich gedacht haben, Alter, wir haben hier echt einen geilen Kader an Leuten, die wrestlen können, warum müssen wir jetzt den Scheiß gucken, wie der Typ auf der Couch mit dem Typ und der Tussi rumknutscht. Wenn ich sowas sehen will, schalte den Playboy-Kanal ein, sorry. Ja, und das ist natürlich auch genau das. Eine Zeit lang zum Beispiel in der Goldust-Storyline wiederum, da fand ich, hat es ganz gut gewirkt, weil es einfach zu seinem bizarren Charakter passte. Mhm. Auch wenn das natürlich teilweise auch drüber war und besonders der Shock-Value da war. Die Headbangers haben das ja am Anfang ihrer Karriere als die Flying Nuns ja auch noch gemacht, ne? Wo sie da in dem Nonnenkostüm rumgehüpft sind und sonst irgendwie was. Das ging ja auch nur darum, irgendwie ein Tabubruch und so ein bisschen Jackass-Style irgendwie im Fernsehen zu haben. Ich denke, diese Brüche, die nutzen sich sehr schnell ab, weil der Shock-Value ist halt da. Ich weiß nicht, in meinem Interview mit Jim Cornette hat er das doch auch irgendwie gesagt, ne? Dass das Problem am Crash-TV ist halt, dass das eine unglaublich geringe Halbwertszeit hat. Weil du fährst an der Straße, ich glaube, in meinem Interview hat er irgendwie gesagt, fährst an der Straße längs und du siehst zwei Hunde und die Vögel miteinander und du denkst, oh, guck mal, die beiden Hunde da, die machen es einfach hier auf der Straße, krass. Und am nächsten Tag fährst du vorbei, oh, die machen es schon wieder. Ja, und am dritten Tag machen sie es wieder und dann irgendwann am vierten Tag fährst du dran vorbei, weil du siehst, you've seen it. Dann, ne? So, du siehst das jeden Tag. Und wenn du natürlich jeden Tag, nehmen wir mal an, du würdest jetzt Virgil, der angeblich einen meterlangen Pimmel hat, würdest den jedes Mal irgendwie mit einer Elefantenhose rauskommen sehen, wo er seinen Pimmel drin hängen hat, dann denkst du beim ersten Mal noch, oh, okay, das ist gewagt. Aber beim fünften Mal denkst du dann auch, ach komm, Junge, Alter, pack den Elefanten weg. So, ja, also irgendwann ist er halt gut so, ne? Also das nutzt sich halt schnell ab. Das ist, ja, die Redundanz des Schocks und auch die Redundanz des Pornos wahrscheinlich, weil eben alles sehr schnell eintönig wird, was das angeht. Weil sobald du irgendeinen Schock hast, wirst du dafür immunisiert, wenn du es ständig siehst. Ja. Das war ja auch so eine schöne Geschichte bei Bret Hart. Entschuldigung, dass ich so oft mit dem komme. Aber bei ihm ist ja die Geschichte, warum er in Pink rausgekommen ist, ja auch die, dass er sich damals überlegt hat, wie kann man denn die Fans provozieren, als er Heel war. Und er dachte sich, naja, Pink ist ja schon so eine Farbe der Homosexuellen. Und er hatte gedacht, naja, wenn die Hart Foundation in Pink rauskommt, würde das Publikum so ein bisschen erzürnt werden dadurch. Ich weiß gar nicht, ob das damals funktioniert hat, aber das ist dann teilweise auch schon was so. Ja, so ist die Idee und so ist es entstanden. Ne? Ja, das hat ja The Genius auch am Anfang gemacht. Ne? Also er ist ja da in diesem hellblauen Outfit dann rumgehampelt, hat dann seine Gymnastikstunden im Ring gehalten. Ja. Und wie Hogan dann so schön sagte, ne, you're moving like a fag, brother. So, ja. Und kannst du das, hat Hogan ja sogar noch zu ihm gesagt, kannst du das noch mehr übertreiben, so, ja, dass wir das dann im Ring irgendwie richtig zur Schau stellen. Und das hat er dann ja auch getan, ja, und die Fans fanden das automatisch dann sofort scheiße, weil es halt alles so überkandidelt war. Ist dann auch die Frage, ob es dann so ein bisschen mit der Homophobie der Amis dann gespielt hat, aber ich glaube gar nicht, dass das so sehr da reinging, sondern wahrscheinlich auch einfach, weil er es so hart überzogen hat dann in dem Moment. Und das nervt irgendwann. Gut, ich weiß nicht, Conway, wolltest du dich noch dazu äußern? Zu Homophobie. Nein. Nee, zu provokanten Outfits, wie das, ob das eher abschreckt oder ob das eher eine Bereicherung sein kann. Nee, wie gesagt, ich kam ja vorhin schon mit einem Beispiel, aber das ist dann auch wieder mehr oder weniger Gimmick bezogen. Wenn du natürlich ein Gimmick hast, was provozieren soll, dann machst du das. Nö, gut. Nö. Dann gehe ich weiter, weil ich habe das Gefühl, ihr habt doch schon mal einen Draft gelesen. Es wurde gerade nämlich schon diskutiert, aber ihr seid nicht ganz in die Richtung gegangen, wie ihr in der Diskussion. Deswegen bin ich, kann ich jetzt noch bringen, nämlich, wie steht ihr denn zu Masken? Also, ist welchen Mehrwert bietet für euch eine Maske für ein Outfit des Wrestlers? Eine ganze Menge. Also, es kann gut funktionieren, es kann aber total nach hinten losgehen. Nach hinten losgegangen ist es zum Beispiel beim Undertaker. Dieses, ich sag mal, Phantom der Oper-Ding, das hat irgendwo nicht so richtig gepasst und funktioniert.
Ich weiß gar nicht, warum sie das überhaupt gemacht haben. Muss er das nicht tragen? Hatte da nicht Mabel ihm was kaputt gemacht mit einem Legdrop im Gesicht? Ja, Storyline-Technik. Ja, Story, so. Ja, genau. Was auch nicht so richtig Sinn gemacht hat bei einem übermenschlichen Gimmick. Aber na gut. Es trotzdem, zumindest vom Look her, war es jetzt nicht wirklich gut. Allerdings, wir haben das krasse Gegenteil. Bei Kane wiederum war es sehr gut. Also ich finde, Kane macht ohne die Maske weniger her. Ja. Um einiges weniger. Mhm. Wir haben es gesehen bei Rey Mysterio, als er die Maske verloren hat. Wann ist das gewesen? 99, 2000? 99. 99, ja, genau. Ich meine mal ganz ehrlich, da ist, der Typ sieht gar nicht so schlecht aus. Wie ein Kind. Ja, nun gut, er ist nun mal auch nicht so sonderlich groß, aber trotzdem sieht der Typ ja nicht scheiße aus. Das, aber egal. Bei ihm auf jeden Fall gehört das einfach irgendwo mit dazu, nicht nur aufgrund der Tradition der mexikanischen Wrestler. Also ich fand es schon schade, dass einige von den Mexikanern ihre Maske abgegeben haben, weil ich auch fand, dass es einige Leute wirklich ausgemacht hat. Also Psychosis fand ich deutlich cooler mit Maske. Oh ja. Ohne. Bei Hoovy fand ich es sogar gar nicht schlecht, dass er die Maske abgelassen hat. Aber das, da hat's auch best- bei Hoovy fand ich, passt ja auch gut zu der Gesamtstory mit Jericho damals. Ja. Psychosis hat ja nur einfach so random verloren. In so einem genau, weil es einfach irgendwie notwendig war oder irgend so ein Quatsch. So. Und bei Hoovy fand ich das gut. Außerdem hatte Hoovy auch irgendwie einen Look und der hat sogar auch einen gewissen Anteil an Charisma, jetzt mal von seiner Backstage-Persönlichkeit abgesehen. Der konnte das irgendwie umsetzen und da passte das ganz gut. Aber bei anderen Leuten, da hätte ich es einfach oder habe ich es ungern gesehen. Das fand ich irgendwie schade. Klar ist es immer so eine Sache mit Masken. Einige, gerade in den 80ern, fand ich, sahen viele auch sehr, ja, unbequem aus einfach. Die sahen dann so aus, als wenn irgendwelche Alkoholiker sich heftig viel zu enge Masken aufgesetzt haben und Knollnasen sich da durchdrücken. Das wirkte dann immer irgendwie strange. Aber wenn die Masken wirklich was hergemacht haben, gerade so was aus dem Lucha-Bereich oder so kam, ne, so aus Mexiko oder irgendwie und AAA oder so, gut, das müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ziegenköpfe sein, aber es gab ja nun genügend Masken, die auch einen coolen Stil einfach hatten, die man sich auch gemerkt hat. Sei das nun eben Psychosis oder sei das La Parca oder selbst Super Kalo ist mir bis heute im Kopf geblieben, einfach so vom Outfit her. Ne? Und auch einige auch mit der, genauso mit der Gesichtsbemalung. Das gehört für mich ja auch irgendwie mit dazu. So, also was weiß ich, bei den Mexikanern jetzt Damien 666 oder eben natürlich klar die Klassiker der Warrior, Sting, Demolition, Legion of Doom, so Papachango. Ja, auch absolut. Wow. So, ne? Das hat einfach dem Gimmick einfach vollkommen beigetragen. selbst eine Insane Clown Posse, die sogar im Musikbusiness davon gezehrt haben. Aber natürlich auch im Ring. Da hat das einfach irgendwie funktioniert und da gehörte das dann halt mit dazu. Und auch ein paar Masken, so wie, keine Ahnung, Zyklope oder so, fand ich auch nicht schlecht. Auch wenn die teilweise echt strange anmutete. Aber das funktionierte irgendwie, auch in Japan natürlich dann, ne? Vom Ultimo Dragon bis hin zu Super Delphin. Also da sind natürlich viele dabei gewesen. Klar gab es auch da langweilige Sachen, so als sie zum Beispiel hier in den 80s die Machines aufgezogen haben, weil ja dann jeder dieselbe Maske auf hatte. Ja, das ist dann, da ist es mir dann persönlich ein bisschen zu unabwechslungsreich, wenn du dann irgendwie X unter der Maske und den Hulkster unter der Maske und Stan Hansen unter der Maske und Andre the Giant und alle haben auch noch die gleichen Masken auf. Das ist dann so ein bisschen wenig einfach in dem Moment. Ne? Mhm. Wobei das ja auch eher in der Zusammenarbeit mit Japan dann damals geschehen ist und so. Da fand ich dann schon wieder so, wenn man dann nach Japan gegangen ist, ist es irgendwie cooler, wie es ein jetzt wollte ich schon Red Dragon sagen. Das ist sein alter Ego bei Three Countbound auf dem Neo Geo. Ich meine natürlich Keiji Muto, also den Great Muta. Das fand ich dann schon wieder irgendwie besser. So. Und da kommt es natürlich auch immer drauf an. Also es gibt natürlich auch einige Masken, die waren eher langweilig oder die passten nicht so. Aber es gab auch genügend, wo das absolut gewirkt hat. Ich meine, Kane zum Beispiel hat seinen Durchbruch durch die Maske gehabt. Ne? Gordon? Vader.
Ja, auch. Ja, beide Masken. Ja. Sowohl die er drunter getragen hat, als auch diese große. Mastodon. Ja, also ich. Ich erinnere mich irgendwie immer an, ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie El Generico. Ich fand, der hat auch irgendwie, natürlich auch das Gimmick, aber ich fand irgendwie die Maske auch cool. Also es hat er auch irgendwie was. Ja, aber da gibt's auch, ich verstehe nicht, warum man jemanden wie Sami Zayn unter eine Maske steckt. Der hat so unfassbar viel Ausstrahlung, da geht doch echt alles verloren. Das kann ich immer so nicht nachvollziehen. Oder bei einem Ricochet. Wieso muss man den als Prinz Puma verkaufen, wenn der ein unfassbar charismatischer Typ ist? Also klar, einfach nur mal, um es auszuprobieren, ne? Oder vielleicht wollen die das ja auch selber so haben, aber. Das ist ja auch immer gimmickabhängig. Ne? Ja, so von der Vermarktung her kann ich es nicht nachvollziehen. Aber wenn du jetzt ein Gimmick hast, zu dem eine Maske gehört, dann ist das ja erst, wenn dir das Gimmick so wichtig ist als Producer, dann ist es dir doch auch erstmal egal, ob derjenige da unter der Maske. Ja, es geht ja sowieso nach Talent, aber ich meine. Man muss es doch sehen, man muss es doch auch wahrnehmen. War El Generico nicht eigentlich auch sowieso irgendwie so eine Hommage an Octagon aus Japan? Oh. Das weiß ich gar nicht, wie der Charakter zustande kam. Conway, du wolltest noch kurz was? Ich muss mal überlegen. Ein Maskenbeispiel, was glaube ich noch nicht kam, ist auch wieder gimmickbezogen irgendwie, die Schafsmasken der Wyatts. Hast du zum Beispiel Strowman, der debütiert dann als schwarzes Schaf. Und da erinnert ihr euch noch an den Moment, wo er die Maske abgenommen hat, ne? Und dann ist plötzlich sein. Ja, genau. Aber trotzdem erstmal die Leute so. Er war Master. Nee, er war Blaster von, daran erinnerte er. Ja. Von Mad Max 3. Aber eine Maske ist auch dahingehend wichtig, was da was passiert, wenn du sie abnimmst. So ein schönes Beispiel ist ja Kane gewesen. Da hast du ja auch, also da haben die zumindest echt was draus gemacht dann bei Raw. Nach Abnahme der Maske, nach Wegnahme. Ja. Ja. In Mexiko steht die Maske ja auch über sämtlichen Titeln. Das ist ja dann praktisch deine Karriere. Und wenn du die Maske einmal abnimmst, dann ja. Dann geht's gegen Ende, ne, für dich, normalerweise. Also Ray ist natürlich eine krasse Ausnahme. Eigentlich. Oh, ich hab ein schönes Beispiel, auch wenn das hat mit Wrestling erstmal so gar nichts zu tun, aber bezüglich Masken. Ich habe mir jetzt die zweite Staffel vom Punisher reingezogen, vom Marvel's Punisher. Und der Jigsaw, der Billy Russo, ist ja dann im Krankenhaus und muss so eine weiße Maske, die ist einfach nur komplett weiß. Und dann sagt seine, Therapeutin, mach doch mal was draus. Aus der Maske, ja. Und dann bemalt er sie nach seinen Vorstellungen, dann sieht die voll abgefahren aus. Und malt sich die amerikanische Flagge an die Seiten und dann ist er der Patriot. Ja, yeah, geil. Gut, wir, ich leite mal weiter zu dem, wo wir eigentlich schon drüber gesprochen haben, nämlich natürlich in Rückführung auf das Thema der Meta 2, nämlich Stories, wie weit sozusagen Outfit auch für eine Story wichtig sein kann. Wir haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele, aber ich würde trotzdem gerne nochmal drauf eingehen. Ja, also ich meine, gerade jetzt auch, was weiß ich, keine Ahnung, bei einem El Generico, ich glaube, das war ja die, also ich glaube, die Maske ist eine Anspielung auf den, es geht ja irgendwie darum, dass er der durchschnittliche mexikanische Wrestler ist oder so, ne? Deswegen der Generic Wrestler, deswegen El Generico oder so. Und aber als ich das erste Mal seine Maske gesehen habe, habe ich halt gleich so die Anspielung irgendwie gesehen. Also zumindest sieht sie dem Octagon ähnlich. Mhm. Und da habe ich dann eben auch gedacht, naja gut, aber man kann das dann so lange ziehen, bis er zum Beispiel die Maske irgendwann aufs Spiel setzen muss. Ich meine, das ist ja eine uralte Sache in Mexiko. Ne, in der AAA oder wie auch immer, ne, wäre dann ein Eddie Guerrero, der dann als Black Tiger angetreten ist oder sowas und verliert dann irgendwann die Maske und das hat ihm viel besser getan, dass er die Maske verloren hat, ne, weil er dann eigentlich erst seine Karriere gehabt hat. Und da gibt es ja nun diverse andere auch, die das dann irgendwie hatten und so, aber darüber kann man natürlich eine unglaubliche Menge machen. Klar kann man dann auch solche Sachen machen wie, du verlierst und musst ein Kleid tragen. Ja, das kann man dann gut machen, wie mit Perry Saturn, und man kann es schlecht machen, wie mit Big Vito. Oh ja. Oder man kann es lustig machen mit Brian Pillman, ja, wo Goldust dann
Jesse James umhaut, damit Brian Pillman weiterhin das Kleid tragen muss. So geil. Wo wir übrigens wieder full circle kommen, weil du ja vorhin meintest, dass man Jesse James besser in einem Ganzkörper-Outfit sieht. Es gibt ein altes Match, das kannst du dir mal angucken, bei WCW zwischen Triple H, damals noch Terror Rising, und tatsächlich Brian Armstrong. Und das ist nämlich er. Also es ist Triple H gegen den Road Dogg und beide noch in Badehosen. Oh Gott. So. Okay. Ja, das ist, ich glaube, das war bei Worldwide oder so, das Match. Da gewinnt, glaube ich, Triple H mit diesem Inverted Figure Four. Wo ich mich, wo ich jetzt gerade überlege wegen Outfits, da wurde gerade Triple H mit der Radlerhose. Das fand ich damals auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Mit der Radlerhose? Ja, der hat doch mal diese etwas längere Hose angehabt. Ja, das stimmt. Weil mit Reiterhose. Eine Reiterhose. Ja, eine Reiterhose hatte er an. Eine Radlerhose geht bei mir so knapp ans Knie. Ist auch nicht schlecht. Du meinst, doch eine nur gehabt bis zum Knie. Ja, so in schwarz. So eine schwarze, enge, 2000. Bis zum Kniehose. Zwei Goldberg-Zeit oder so muss das gewesen sein. Ach, die meinst du? Ja. Die fand ich gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Ich fand es auch am Anfang gewöhnungsbedürftig, Booker T in kurzen Hosen zu sehen, weil er immer die Harlem Heat Sachen anhatte. Oder Chris Jericho, da musste ich mich auch umstellen. Ja. Oder AJ in langen Hosen, fand ich auch am Anfang komisch. Ja. Ja, aber das ist dann eben so, ne? Man ist dann auch an eine gewisse Optik irgendwie gewöhnt und dann wird es halt alles irgendwie wieder umgeschmissen und das nicht, weil ein Gimmick-Change passiert ist, sondern einfach, weil der Wrestler sich gedacht hat, ja, okay, ich ziehe jetzt mal was anderes an, weil ich noch was im Schrank hatte. Mhm. So, das ist dann natürlich auch teilweise problematisch. Oder man macht's wie Buzz Sawyer und leiht sich einfach was von den Rookies und verpisst sich dann damit, was natürlich auch ganz geil ist. Also Outfit und Story, also der fällt mir immer eigentlich ein, Gott, fällt mir der Name wieder nicht ein, super. Ich gebe mal an Conway weiter, ich muss noch mal eben den Namen rauskramen, ich muss noch mal Was gibst du an mich weiter? Ich gebe an dich das Wort weiter, du darfst gerne jetzt auch über die Wichtigkeit von Outfit und Storyline oder Stories reden. Ich lande immer, wenn ich darüber nachdenke, mehr bei Gimmicks als bei Storys selbst. Ne? Ich dachte, du kommst jetzt mit Bra und Panties Match. Ja, so viele Beispiele dafür gibt es eigentlich gar nicht. Bei der Story zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker, wo Shawn dann halt, das haben wir vorhin gerade schon gehabt, dann plötzlich in Weiß rauskam. Das war zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, das passt jetzt auf das, was Espada angesprochen hat. Bitte, du meinst wohl, du hast die Storyline vergessen, wo Jean-Pierre Lafitte Bret Hart die Jacke geklaut hat? Oh Gott, ja, Entschuldigung. Aber sehr gutes Beispiel, Jean-Pierre Lafitte. Das, da hat man ja auch aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat, glaube ich, schon als Kind praktisch ist auf einem Auge blind, ne? Also so wie Goldberg und noch ein paar andere. Und dann hat er das irgendwie in so ein Gimmick verpackt. Problem war nur, dass er dann ja auch in der WCW dann bei den Amazing French Canadians und dann auch später bei den 98er Quebecers, die auch ganz schrecklich waren, die Augenklappe auch getragen hat. Ja. Mhm. Das passte dann natürlich nicht mehr. Dann hatte er sie mal wieder nicht. Also als PCO und dann auch so zwischendurch mal, als er Indie unterwegs war, immer nach Gutdünken. Ne? Jetzt als PCO auch wieder nicht. Nee, also immer so zwischendurch mal. Ne? Was, ja, genau, aber jetzt aktuell komisch. Auch nicht. Jetzt auch, aktuell versucht er sich nur so viel wie möglich in kurzer Zeit kaputt zu machen, seinen Spots, die er da jetzt bei Major League Wrestling zeigt. Also das ist schon... Ist schon übel. Der gute alte Karl. Ja, aber ich Karl, also zum Beispiel irgendwie Mankind, die Idee, ne, von diesem Psychotypen dann wirklich zu diesem netten, ne, wirklich, der irgendwie rauskommt mit seinem Hemd, mit seiner Krawatte und so. Ne, also, aber das ist, glaube ich, nochmal so ein Sonderbeispiel, ne, die, er hat ja damit auch gleichzeitig zwei andere, ja, kann man sagen, sogar drei andere. Also er hatte vier Charaktere in sich vereint, dann auch mit Dude Love, Mankind, Cactus Jack und Mick Foley selbst war er ja auch. Damit ist er auch beim Rumble dann, glaube ich, dreimal aufgetreten. Mhm. Und
ich glaube, aber sowas willst du nicht hinaus, ne? Nein, also war es nicht damals, dass er war das nicht gegen Triple H, wo er sagt, okay, jetzt Mankind nicht mehr, jetzt hole ich Cactus Jack raus oder was, ja, ich, oder Cactus Jack tritt gegen dich an. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, der trägt ein anderes Outfit und dadurch, also ja, es ist so ein bisschen vielleicht da auch so gegensätzlich. Also das basierte ja auch auf der Story, dass er ja sein erstes Match eigentlich gegen Cactus Jack hatte, ne? Also Cactus Jack gegen Hunter Hearst Helmsley damals noch. Und dann kam er ja als Mankind oder wie auch immer. Und dann eben für diese Sache dann, du trittst jetzt nicht gegen Mankind und nicht gegen Mick Foley an, sondern du trittst gegen Cactus Jack an und dann eben darauf verwiesen, dass er ja von ihm schon durch den Tisch gepiledrived wurde und so. Und natürlich Triple H in dem Moment alles aus dem Gesicht fällt. So, und das war natürlich auch gut gemacht. Foley hat ja auch in seinem Buch irgendwie beschrieben, wie er ja das erste Mal die Mankind-Maske bekommen hat. Fand er die ja total cool. Und dann kam irgendwie Farouk zu ihm und sagte, ja, hat die da auch deine Maske gemacht? Sie hat nämlich auch für mich eine Maske gemacht. Und ihm ist dann gleich der Arsch auf Grundeis gegangen, dass er gesagt hat, oh nein, jetzt kriegt jeder so eine geile Maske oder was, dann bin ich ja nichts Besonderes mehr. Und dann zeigt Farouk seinen dummen Gladiator. Ja. Und Mick muss sich auf die Lippe beißen, weil er sich so bepissen musste über das hässliche Ding. Und da sieht man natürlich wieder so, ne, da geht Outfit dann nach hinten los. Ne? Ja, das Gladiatoren-Outfit von Farouk war ein Flop. Aber sowas von. Ja. Nein. Nee, das natürlich richtig geil. Das hätte natürlich funktioniert, wenn die Fehde gegen Ahmed Johnson richtig funktioniert hätte. Ja, bestimmt. Ja, so. Natürlich. Und Sunny an seiner Seite war ja sowieso ein Glücksgriff. I know you want me! ganz kurz: Stichwort Mick Foley und sein Buch Have a Nice Day. Und auch die DVD Greatest Hits and Misses gibt es ja gerade bei uns zu gewinnen auf dem Moontalk Network. Network.moontalk.net. Da geht ihr auf die erste Ausgabe von Chicken Dinner, müsst das Worträtsel lösen und dann einschicken. Noch bis 15. März habt ihr Zeit und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja, die Lösung habe ich schon eingeschickt. Ja, habe ich gesehen. Ja, hast du das jetzt extra gemacht? Was? Nein, das hat er nur gesagt, weil er gerne erwähnen möchte, dass Leute doch bitte ein Abonnement da lassen, den Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr möchtet, kommentiert gerne dieses Video oder natürlich auch alle anderen Videos auf moontalk.network.de. Nein. Völlig falsch, aber macht. Nein, er hatte doch gesagt, ein Chicken. Chicken McNuggets, nicht Chicken. Da haut er hier einen raus. Jens McMahon, it's funny. Ja. Ich meine zum Beispiel damals, jetzt ist es mir nicht mehr eingefallen, bei TNA, Jeff Hardy, als er das Willow Gimmick gewechselt hat auf Heel, was nicht so gut klappte, aber da hat er auch, ist ja komplett noch mit Anzug rausgekommen. Ja. Oder auch Chris Jericho, der den Anzug dann gewählt hat. Also ein anderes Outfit aufgrund der Story, weil er jetzt seinen Charakter auch ändert. Der Joker-Sting. Oh, war das. Ja, der war auch gut. Das hat zumindest Spaß gemacht, also ja. War nicht alles schlecht. Ja, aber es gibt halt solche Sachen, ne? Also, ja klar, wenn sich Leute neu erfinden aufgrund ihres Gimmicks oder wie auch immer, dann haut das ja vielleicht auch in dem Moment hin. Also dann kann das ja funktionieren. Ich meine, das, was weiß ich, keine Ahnung. Big Barbara Rogers in die WWF kommt und dann eben der Big Boss Man wird und damit absolut overgeht, während er als Big Barbara halt eher so Midcard war, und dann später halt noch von diesem Gimmick zehren muss, als Guardian Angel oder diesem Bullshit bei WCW, weil sie halt gemerkt haben, ja okay, wir kriegen das wahrscheinlich so nicht hin, also gehen wir irgendwann mal wieder zurück zum Big Baba. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen schade auch, ne? Aber genau das ist es halt. Ich meine, auch wir hatten ihn ja vorhin schon, IRS, der hat einfach vollkommen von diesem Gimmick profitiert, weil er irgendwann auch nicht mehr in diesem Alter war, dass man sagen konnte, ja, der kommt jetzt gerade vom College, so ist ein College-Ringer. Ne, das passte, das US-Express-Gimmick, das passte irgendwann nicht mehr. Dafür war er dann, da war er raus aus dem Alter so. Da, er galt dann ja auch schon als Veteran. Und da war das andere Gimmick einfach deutlich besser. Und ich finde das bis heute großartig. Also IRS war immer einer meiner Lieblinge in der Million Dollar Corporation. Ja, der war super. Der war auch als Wrestler richtig geil. Ja. Also seine Elbow Drops feiere ich bis heute. Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch viele Sachen, die
er hatte gar nicht so spektakuläres Wrestling, aber abwechslungsreiches. Und ich habe ihm die Intensität immer abgekauft. Ich sah den immer als ernstzunehmenden Gegner. Ja. Ja. Raw 93, Vince führt über Kamera, also quasi über Titantron, wie auch immer, ein Interview mit IRS, der da an seinem Schreibtisch sitzt und um ihn rum seine Sekretärinnen, die irgendwas notieren. Und Vince sagt, glaube ich, dreimal Mr. Rotunda. Ich dachte, nee. Mr. Scheister. Zum Schluss sagt er dann Mr. Scheister. Hat das er selber gemerkt. Sehr aber gut. Ja, naja, nicht jetzt, so ganz toll. Das ist aber auch so ein Gimmick gewesen, was total eingeschränkt war. Ne? Der hätte als Face nie funktioniert. Nee. Weil die Steuern sind einfach, ich meine, sogar eine Million-Dollar-Man hättest du umdrehen können, indem er den Leuten einfach das Geld gegeben hätte. Ja, ich bin jetzt der Null-Dollar-Man. Oder man kann ja auch man hätte auch eine Story machen können. Jeder erinnert sich, JBL gegen Shawn Michaels, ja. Kann auch machen können, dass der Million-Dollar-Man pleite ist. Ne? Ja, lass sich alle über ihn lustig machen. Hätte man auch bringen können. Ich möchte jetzt ganz kurz auf die nochmal eine Rückführung zu Meta 1. Ja, ihr merkt schon, das ist so ein Long-Term, was ich hier mache. Ne? Ja. Meta 1 hatten wir Gimmicks. Und jetzt haben wir ganz viel erzählt, wie viele Gimmicks über das Outfit funktionieren. Ich bin die ganze Zeit, ich habe die Frage auch so extra gestellt, weil ich lange überlegt habe und mir jetzt erstmal so schnell keiner eingefallen ist. Welches Gimmick funktioniert denn überhaupt nicht über sein Outfit? Also wo war das Outfit echt konträr zum Gimmick? Randy Orton. Mhm. Ja. Das erklär bitte. Ja, ja, kein Problem. Der Typ nennt sich The Viper oder was auch immer. Ganz besonders bei The Viper. Das ist nichts weiter als wie einer seiner weiteren Beinamen, die aber im Grunde genommen nichts bedeuten. Er hat das auf seiner Hose und was hat das zu tun? Nix. Bei Steve Austin, da hat es ja irgendwo auch noch einen Sinn, aber bei Randy Orton ist es zumindest für mich so, dass das für mich irgendwie immer nur ein Versuch ist, um Randy Orton nochmal so ein bisschen krasser darzustellen. Ach, jetzt hat er sich wieder geändert vom Legend Killer zu, ach, ich weiß gar nicht, was kam denn nach Legend Killer? Ja, das funktionierte bei mir eigentlich überhaupt nicht. Denn ich finde immer, es sollte schon irgendwie, wenn man ein Gimmick hat, und das hatte Randy irgendwie nicht wirklich sehr häufig, muss man sagen. Das ist so ein Ding, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Aber das hat jetzt ja nicht so viel mit dem Outfit zu tun, oder? Also da geht es ja jetzt eher darum, dass du ihm dieses, bei der Viper geht es ja darum, dass er eigentlich so dieser Typ ist, der Opportunist ist und ein Backstabber und der seine Chance einfach wittert und dann zuschlägt. So. Und das, finde ich, ging schon eine Zeit lang over bei ihm. Das wurde dann zu lange gemacht und irgendwann wurde es langweilig. Aber ich weiß nicht, das hat nicht so viel mit seinem Outfit zu tun. Also ich meine, muss er für die Viper jetzt wieder mit einer Schlange reinkommen, so wie Jake the Snake? Nein, aber guck mal, zum Beispiel, es gibt ja auch keine Catchphrase von ihm, die irgendwie was mit Viper zu tun hat. Ich meine, es ist nichts weiter als ein Beiname und das war es. Also ich finde eigentlich, irgendwo sollte es ein bisschen mit einbezogen sein. Das führt jetzt aber vom Outfit weg. Also gut, ja, soll er dann soll er irgendwie eine Schlange vorne raushängen haben aus der Hose oder also, weißt du, also ich verstehe dein Problem. Das wäre jetzt natürlich eine Frage für irgendeine Meta, wo wir über Gimmicks 2 reden, ne? Also Gimmicks, die nichts aussagen. aber hier möchte ich gerne den Fokus darauf zurückführen, Outfits, die quasi ein Gimmick nicht unterstützen, sondern eher sogar behindern. Also sozusagen, wo es nicht funktioniert durch das Outfit. Ja, also was da zum Beispiel einfällt, sind vielleicht die ersten Auftritte von Max Moon oder meinetwegen dem Gobbledygooker, wo das Outfit dich einfach so sehr behindert, dass du nicht richtig wrestlen kannst und einfach eingeschränkt bist in deiner Bewegungsfreiheit oder wie auch immer, ne? Sowas ist natürlich absolut undienlich. Der Mantor, der nicht in den Ring kommt, weil er den scheiß Minotaurus-Kopf nicht durch die Seile bekommt. Das ist natürlich alles, das ist dann immer so unfreiwillig komisch, ne? Dann gibt's natürlich Gimmicks und Outfits, die halt, also wo man sich einfach nur fragt, sag mal, tickt die noch ganz richtig? Ist das so euer Kleinkinderhumor? Die Ding-Dongs sind da das perfekte Beispiel, der BZB, ne? Oh Gott.
und wer sich die Matches angeguckt hat, das ist unerträglich, ne? Die dann immer am Ringrand stehen und bing, bing, bing machen. Da denkst du denn ja auch so, Alter, sag mal, Jim Hurt, hast du eigentlich einen Affen im Arsch oder was? Also, dass die Leute sich das wirklich irgendwie gedacht haben, it's funny, so, also tut mir leid, aber das geht halt gar nicht, ne? Das sind eben so Sachen, die null funktionieren. Ja, dann eben, also die Frage, die du ja gestellt hast, ist ja, glaube ich, eher so, ging das Outfit irgendwie auf den Wrestler, aber der Wrestler konnte das überhaupt nicht umsetzen oder sowas. Ja, gab es bestimmt. Mir fällt jetzt auch so spontan niemand wirklich ein, vielleicht sowas wie Fantasio oder so, weil es halt so albern wirkte. Zauberer-Gimmick. Vielleicht könnte man Triple H in der Übergangsphase von seinem Blue Blood Gimmick hin Richtung DX bringen, als er noch mit dem Mantel und so weiter rauskam, aber schon so dieses Degenerierte war. Vielleicht ist das, was Espadas auch so vielleicht meint. Ja, also das fand ich auch manchmal ein bisschen befremdlich. Ich fand es irgendwie komisch, dass er einerseits irgendwie mit diesem Wachsmantel rauskommt, aber andererseits dann wieder mit dem Lacoste-Polo-Hemd da steht. Das war so ein harter Stilbruch, ne? Einerseits sich wieder so der golfspielende Typ mit Mr. Perfect, aber andererseits läuft er dann rum in seinem Wachsmantel und erklärt irgendwie, wie er Henry Godwin jetzt durch den Slog Pen da schmeißt. Also das ist, da waren so Sachen drin, wo ich dann auch teilweise gedacht habe, ja, weiß ich nicht. Ja, so in die Richtung meine ich das. Ich hätte einen. Ja. Giant Gonzalez in seiner WWF-Zeit. Ja, weiß ich nicht. Da ging es ja, glaube ich, eher darum, dass er so ein Neandertaler-Freak-Spacken da aus dem Himalaya oder was ist. Ne? Er hätte eigentlich der Yeti sein müssen. Klar, das ist Trash, ne? Das ist ein Müllgimmick, aber ich fand jetzt nicht, dass das so schlimm war, das Outfit. Nein, nicht das Outfit war schlimm. Ich meine, das ist okay. Ich meine, ja. Aber eher die Fellhose da dran geklebt, ja, oder das Fell oben auf den Schultern, das funktionierte ja überhaupt nicht, was keinen Sinn machte. Ja, aber wie gesagt, das war ja eher so dieses, der Undertaker braucht halt übermächtige Gegner, ne? Das war ja das, was Vince sich zu dem Zeitpunkt irgendwie da so vorgestellt hat, aber das wurde halt dann zu cartoonisch, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es nicht vorher auch cartoonisch gewesen ist, wenn Hulk Hogan gegen Erdbeben kämpft, aber ich meine jetzt so, ne? Also das ist halt genau der Punkt, so, also da geht's ja eben genau darum, und da ging es, glaube ich, einfach darum, so einen übermenschlichen Charakter zu schaffen, der halt überhaupt nicht funktionierte, weil er, naja, Ausstrahlung hin oder her, ne? Das war jetzt nicht so dolle, er hat zwar einen Look, aber das war es dann auch. Ne? Also in-ring können war da nicht und Charisma war da auch nicht viel und talken sowieso schon gar nicht. Und dann war das in einem halben Jahr abgefrühstückt, das Thema. Jetzt weiß ich, du hast mich auf eine gute Idee gebracht, wo du vom Erdbeben sprichst. Was denn mit The Shark? Ja, auch das. Das spielt in die gleiche Liga wie Giant Gonzalez, weil das der Dungeon of Doom war. Und der Dungeon of Doom war dazu da, dass der Taskmaster an der Seite von King Curtis halt irgendwelche übermenschlichen Geschöpfe halt holt. Natürlich kann man dann sagen, ja, meine Güte, das ist ja nun aber hier 70er Jahre Doug McClure Trash. Wir sind irgendwo Caprona, das Land der Vergessenen oder so. Aber genau das ist es dann in dem Moment. Ne? Natürlich kann ich da auch sagen, so der Zodiac, das ist Killefitz, aber da würde ich zum Beispiel bei einem Brutus Beefcake würde ich im Gegensatz zum Zodiac schon eher den Booty Man nennen. Weil der Booty Man halt, der dann irgendwie so auftaucht und angeblich der Womanizer sein soll, nee, sorry, aber das ist er nicht. Nicht mit dem Outfit und auch nicht von dem, wie er sich so gegeben hat. Ja, ja, vielleicht hat er das noch gedacht und vielleicht hat er gedacht, er kann noch an seinem Brutus Beefcake Stripper Gimmick von Anfang der 80er irgendwie oder Mitte der 80er anknüpfen, bevor er halt der Friseur wurde. Das mag vielleicht sein, aber das zum Beispiel hat in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert. Also Booty Man wäre da zum Beispiel so ein Fall. Aber es ist doch eigentlich positiv anzumerken, dass wir Schwierigkeiten haben, Beispiele zu finden. Ja, vielleicht habe ich auch nicht lang genug drüber nachgedacht. So, ja, wir haben ja ein paar genannt. Ne? Also ja. Auch der Goon natürlich, der da Probleme hat. Der Blue Blazer. Ja. Aber es gibt auch andere Extreme. Ne? Also
was mir jetzt komischerweise noch einfällt, ist Hardcore Holly, der in seinem Outfit, was ja eher so an ja, den typischen Modellathleten erinnerte, gar nicht in die Hardcore Division gepasst hat. Also der hatte ja auch seine ja, Badehose oder was auch immer an und ganz normale Stiefel und dann eben auch diesen makellosen Körper, sage ich jetzt mal. Ne? Und das würde ich sogar eher eine Radlerhose nennen. Was er ja, genau, 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 richtig. So, die auch Crash anhatte. Und dann ist er, beziehungsweise sind die in der Hardcore Division, wo ich eher so diese dreckigen Gimmicks sehe, die sonst nichts haben, auch wenn es hart klingt, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. er wirkte zu sauber einfach. Mhm. Ja. Ja, und auch vielleicht auch sogar für die Hardcore Division vielleicht auch ein bisschen zu trainiert einfach. Ja, ja. Genau, ja. Ja, das stimmt. Also das könnte, da könnte es tatsächlich sein, da war das Outfit für die Division halt irgendwie falsch. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil man mit der Hardcore Division bei WWE halt auch diesen vollkommen verranzten ehemaligen World Belt verbindet, so wo ja. ein Hardcore draufgeklebt war. Und weil du mit dem verranzten Belt dann halt auch ranzige Gimmicks wie den Sandman oder was weiß ich dann irgendwie Al Snow in seinem Job Squad Outfit irgendwie verbindest. Mhm. Ja. Conway, fällt dir zufällig noch jemand ein? Hast du da irgendwie noch drüber nachdenken können? Nein. Das ist meine erste Meta und ich habe ein Thema erwischt, wo ich so ein bisschen. Ne. Du, aber du hast doch machen... mal das Garderobenquiz gemacht vor kurzem. Was heißt vor kurzem? Letztes Jahr. Ja, genau. Aber was für ein Quiz? Das Garderobenquiz hast du doch mal mit. Ja, ja, das war geil. Ja. Hier, JFK, wer hatte das noch gewonnen? Ja. Conway. Da das ja deine erste Meta ist und vielleicht das Thema ich jetzt auf Verschuss erwischt habe, können wir aber ganz gerne oder kannst du gerne nochmal deinen Gedanken freien Lauf lassen und wir werden wahrscheinlich jetzt so noch hinterher einsteigen, wie du das siehst mit Outfits, was einen schützt, ja, mit deiner Schutzweste, was du gerade mit Roman Reigns meintest. Oh Gott, ja. D'Lo Brown. D'Lo Brown, auch mit seinem Protektor. Ja. Das ist auch eine Frechheit. Wenn D'Lo Brown das benutzt, dann ist es okay. Aber wenn Velvines den klaut und damit den Big Splash macht, dann ist es natürlich eine DQ. Ja, sicher, weil es nicht zu seinem Outfit gehört. Oh, das ist also, du als Referee musst das doch wohl wissen. Nee, also ich hätte das natürlich durchgehen lassen, weil es natürlich egal ist, wer das Ding trägt. Das ist einfach so eine Weste. Aber Conway, gerne, füg doch jetzt gerne noch deinen Gedanken ein. Wir wollen dich ja jetzt hier nicht, wenn du schon die Idee hattest, die ich nicht hatte, dann kannst du das gerne hier natürlich. Ja, im Wrestling sind die natürlich, ne? Also jetzt rein in ringmäßig ist das natürlich irgendwo Käse. Allerdings nur aus markiger Sicht. Als Smartmark sagst du natürlich, jemand, der so eine Weste trägt, der ist zumindest an bestimmten Stellen nicht so verletzungsgefährdet bei diesem Sport wie andere. Mhm. Aber klar, Beispiel hier gerade mit Velvina super. Also. Ich war ja Mitte Februar war ich ja bei der WXW und da hatte Walter auch ein Match gehabt gegen Julian Pace. Und Julian Pace trägt auch obenrum irgendwie so ein, also trägt ein Oberteil, ne? Und Walter hatte dann auch einen Shop gezeigt und es klang genauso übel. Also ich glaube, es gibt Moves, die gehen dann auch durch, aber ich verstehe, was du meinst. Also natürlich, wenn, obwohl JFK gerade sagt, mit Hardcore Holly oder Stuhlschlag, wenn der das abkriegt, oder dann ist er El Snow mit einem T-Shirt. Gut, T-Shirt ist jetzt auch nicht dick, aber es ist halt schon was anderes. Na, als wenn du es auf dem... Ja, siehe die Chamber, denn ihr Bein ohne Shirt, kriegt die ganzen Chops ab und hat die ein paar Tage später immer noch auf der Brust. Ja. Richtig geil. Ja, wie gesagt, also wenn es zum Gimmick passt, ist natürlich eine Weste, aber im Ring wirkt das echt immer ein bisschen unfair. Mhm. Wenn der Westenträger einen Gegner hat, der oben ohne, das ist doch, weiß ich nicht. Oh, jetzt muss ich gerade wieder an das letzte Match zwischen Rock und Austin denken, wo Rock ihm die Weste abnimmt und einfach selber trägt. Oh. Ja, großartig. Aber es sah furchtbar aus. Ja, ich weiß. Also ich habe da gerade ein Beispiel, was mir einfällt. Das ist Brutus Beefcake mit seiner Maske. Fällt das auch unter Outfit? Die war von der NASA gemacht, ja? Ja, klar, sicher. Ja, ganz speziell. Ist auch Outfit, klar. Ja. Den Paragliding-Unfall hatte er ja.
Das ja. ist ja tatsächlich passiert. Nur, war das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch akut, wo er die Maske getragen hat? Nein, das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Natürlich war der freigestellt für den Ring. So, wenn da noch irgendwie was gewesen wäre, der hatte auch zu dem Zeitpunkt, als ich noch behaupte, er hat noch die Schrauben im Kopf, so ein Blödsinn, Mann. Natürlich war das nicht so. Die Schrauben waren schon zu dem Zeitpunkt schon lange entfernt, Mann. Vollkommener Quatsch. Es war ja, muss auch eine ganze Zeit danach schon so gewesen sein, weil er ja auch schon wieder relativ langes Haar hatte. Natürlich nicht so krass wie damals, wo er es ja auch noch heftig hochtopieren konnte und so, aber es war schon wieder ein Stück weit länger, als es dann gewesen ist, und sie müssen eben den Kopf eine Zeit lang kahl geschnitten haben, weil sie ja daran mussten. Ja. Mhm. Gut, dann fällt mir auch wieder maskentechnisch der Undertaker ein, das hatten wir ja vorhin schon. Mhm. Das war ja dann auch in Anführungsstrichen zum Schutz. Aber Cody Rhodes. Ja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Den hatte ich auch im Kopf. Aber ich finde, bei Kurt Angle, der hat ja irgendwann angefangen, Mundschutz immer zu tragen. Ich fand, das passt damals zu dieser Persönlichkeit, die er bei ECW dann seine kurze Zeit hatte. Das passt eigentlich auch ganz gut dazu, dieser ernste, aggressive Look. Ja, und da kommen wir mal wieder zur Überleitung. Pete Dunne ja auch mit Mundschutz, ja. Und die Überleitung wäre, du hast vorhin Walter erwähnt, bei NXT TakeOver gibt es ja Walter gegen Pete Dunne. Ja. Oh. TakeOver UK, ne? Oder beim normalen? Nee, hier, der for Mania. Wird das mit reingenommen. Oh mein Gott. Ja. Krass, ja, geil. Also knallhart. Walter Mania. Naja, und Cesaro, um den Titel. Cesaro zum Beispiel trägt ja auch den Mundschutz. Richtig. Da gehen wir ja der Swiss Cyborg machen, indem man sich die Zähne rausgeballert hat oder beziehungsweise reingeballert hat, noch tiefer. Was ja auch sehr geil ist. Ja, sehr angenehm. Gut. Zum Schutz, es passt nicht ganz, aber erlaubt mir doch mal vielleicht The Rock in den Ring zu schmeißen. Und zwar hatte er sich ja so ein bisschen Fett absaugen lassen. Und ist dann ja nur noch im Trainingsanzug aufgetreten. Ja. Das war aber nicht zum Schutz. Das war nur aus kosmetischen Gründen, weil er zu eitel war, dass man die Narben nicht sehen sollte. Ja, richtig. Deswegen war ich gerade so überlegen, kann man es so sehen oder nicht? Ich weiß es ja nicht. Also, ja, vielleicht schon. Ist ja die Frage, ob er es denn da drunter abgetaped hat. Ne? Das sieht dann natürlich dumm aus, wenn er dann mit getapten Titten rauskommt. Also, das ist natürlich dann schon ein bisschen strange. Was mir auch gerade noch einfällt, natürlich der Klassiker Rick Steiner, ne? Die Blumenkohlohren. Ja, also stimmt. Den typischen Ringerschutz für die Ohren. Ne? Mir ist gerade auch noch was eingefallen, wo ihr das erzählt habt. Der typische Streetfight, wenn sie mit Jeans rauskommen. Ja. Ja? Das ist ja auch das Outfit auf einmal komplett, also auch anders dann. Ne? Dann tragen sie auf einmal Jeans und T-Shirts und abgetapte Hände oder was weiß ich. Was ist ein Streetfight? Ja. No. Eine Sache noch. Die Headshrinkers. Sind das erste Mal in Stiefeln angetreten, Survivor Series 94. Daraus hat man eine Story gemacht, dass die mit den Stiefeln auf dem Seil und so weiter nicht zurechtgekommen sind. Dass es ungewohnt war. Dadurch sind die dann ja, glaube ich, auch ausgeschieden, weil die damit Probleme hatten. Also man kann das auch schon so verpacken, dass es sinnvoll ist. Später ging es dann ja, und vor allem dann auch bei Fatu, ne, Make a Difference und so, da war ja völlig ein normaler Mensch auf einmal. Ja. Und ja, vorher war es... Er hat halt schnell gelernt, ne? Ja, klar. Ja. Über Rap. Ja. Ja, das war auch so ein Outfit, das ich zum Beispiel echt shitty fand. Also das fand ich damals schon scheiße, weil ich irgendwie so dachte, ey, das ist so die Weißbrot-Version von Rap. Weißt du, so, tut mir leid, aber das war für mich so, das war ein 80er-Rapper Mitte der 90er, wo man schon, was weiß ich, keine Ahnung, da warst du schon, Mann, da sind andere Bands einfach, Wu-Tang oder sonst irgendwas, Cypress Hill, keine Ahnung, man kannte halt schon irgendwie Rap, ja, und du kanntest auch schon Gangster-Rap mit Dr. Dre und Ice-T und keine Ahnung so, und dann kommt er da raus in irgendwelchen Regenbogenfarben, ich bin jetzt der nette Rapper von nebenan, so, weißt du, tut mir leid, aber das ist für mich zu sehr Rocksteady-Crew aus den 80ern, das ist zum Beispiel so ein Outfit gewesen, finde ich, das war komplett fehlplatziert. Ja, ich glaube, dabei würden wir es belassen. Ich glaube, wir haben auch wieder eine ganz
annehmbare Zeit, wenn ich das richtig sehe. Also auch wieder nicht zu extrem lang. Oh, Feedback. Jetzt fallen mir natürlich noch so 2-3 Beispiele ein. Ne? Ja, hau raus. Dann machen wir das jetzt noch. Ja, wenn die jetzt natürlich... Ja, weil ich Fatou genannt habe, ist mir natürlich auch Man Mountain Rock in den Kopf gekommen. Ja. Und der ist ja auch immer in seinem komischen Hippie-Outfit dann da rumgelaufen. Ne? Das passte auch überhaupt nicht so. Vor allen Dingen nicht, weil er irgendwie der heftige Rocker sein sollte. Aber de facto ist er dann da irgendwie so der keine Ahnung, Homer Simpson, der 300 Kilo wiegt. So, ne? Der Handtuchhalter. Ja. Weißt du, so? Und dann irgendwie da sein komisches, ja, wie gesagt, eben dieses Hippie-Outfit da, über das dann sogar Doc Hendricks Witze macht. Dann getragen hat. So, also das waren auch so Sachen, wo ich mir dann irgendwie dachte, Alter, wenn du denn hier irgendwie den harten Rock'n'Roller spielen willst, dann passt das Outfit doch mal dazu an. Mhm. So, das war zum Beispiel, fand ich auch einfach was, der hätte nur eine Latzhose tragen müssen, dann wäre es perfekt, das Desaster. So. Ich fand Akim früher immer komisch mit dem Outfit, aber das ist Akim. Ach so, the African Dream. African Dream. Das fand ich auch irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber das ist, ja. Moose. Ja, das war. Ja, das ist. Kann man da vielleicht Austin nennen mit diesen Kniestützen, die er da hatte? Okay, warum? Das war ja auch zum Schutz. Das, ich weiß nicht, ob die da so gewesen. Schutz meinst du jetzt, ja. Ja, diese schwarzen Teile, die er da drum hatte. Ja, ich weiß nicht, klar, wie die Dinge heißen. Kann man das auch nehmen? Ich meine, später war es ja ein fester Bestandteil von seinem Outfit. Ja, natürlich, klar, weil er ja auch kaputte Knie hatte. Ne? Die waren ja, notgedrungen, aber... Ja, war ja die Unterstützung für seine Knie. Ja, klar, ja, das kann man nennen. Dafür. Hattest du gerade noch einen anderen im Kopf, Gordon? Weil du sagst, du hast mehrere Beispiele im Kopf. Ja, warte, ja, jetzt ist mir aber wieder... also Jimmy Snuka bei den 96er Survivor Series fand ich ganz schlimm. Aber das lag auch eher daran, dass er einfach aussah wie der härteste Waschlappen und da mit diesem komischen Leoparden-Badeanzug da, das war auch so ein Ding, wo ich einfach nur gedacht habe, Alter Junge, nee, das ging vielleicht noch, als du irgendwie 1990 da der heftigste Bodybuilder warst, aber jetzt ist das einfach fehl am Platz, so, tut mir leid. Aber das ist auch bei einigen so, also das ist ja auch so eine Sache, die Vince Russo irgendwie immer vertreten hatte, ne? Wo er dann sagte, ja, Bro, the guy is 60 years old. So, ne? Und ganz Unrecht hat er damit natürlich auch teilweise nicht. Ne? Einige Leute sollten dann vielleicht auch eher was ihrem Alter entsprechend tragen, anstatt da irgendwie wie ein geschmolzener Käse im Ring rumzulaufen. Ja, ich weiß das irgendwie bei Roddy Piper, wo er dann irgendwann mal das T-Shirt ausgezogen hatte. Einen seiner letzten Kämpfe, die er noch hatte mit Ric Flair da im Team. Ja. Wo er auch schon einen ordentlichen, stattlichen Bauch hatte, wo ich auch so dachte, ich mag ja Roddy Piper, aber das ist natürlich auch irgendwie, hat sie einfach anders in Erinnerung. Ne? Das ist, ja, absolut. Das ist eben auch genau das. Ne? Dann hat, Piper war ja sowieso keiner, der jetzt zu den Bodybuildern gehörte. Ne? Auch wenn er dann eben manchmal für seine Filme, also ich muss so sagen, zum Beispiel beim King of the Ring 94, da hat er sich ja echt noch eine Bauchmuskulatur antrainiert und so. Ne? Mhm. Aber ja, also da merkte man das dann halt auch irgendwie ganz stark. Ne? Gut, ich meine, da kann keiner was für so. Man kommt eben irgendwann in die Jahre und dann ist das so und dann kommt die Schwerkraft. That's life. Aber dann muss man sich eben manchmal auch fragen, so, ob es dann nicht besser wäre, eher zum Baron Corbin-Outfit zu greifen. So, ne? Und dann einfach. Das ist übrigens ein aktuelles Beispiel, dass das Gimmick gut gemacht hat, finde ich. Also das neue Outfit von Corbin hat viel zu seinem Gimmick beigesteuert. Ja, leider jetzt auch noch. Und er hat das Gimmick nicht mehr. Also irgendwie. Ja. Obwohl sie immer noch so das tun, ne? Weil alle hören ja noch auf ihn irgendwie, ne? Ja. Warum auch immer. Also das ist eben genau das Ding. Also da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können, absolut. Aber das fand ich halt, war auch so ein Beispiel, wo das einfach irgendwie passte. Also das ist vielleicht ein gutes aktuelles Beispiel dafür, einfach mal, wo man eben sieht, wie so ein Gimmick-Change, ein Outfit-Change, den Charakter halt heftig unterstreichen kann. Das hat ihm nur gut getan. Erstmal sieht es an ihm ganz gut aus. Die Haare, ich meine, er hatte schon sehr lichtes Haar gehabt. Ja. Runter damit. Ich meine, bei ihm sieht es gut aus. Bei Sean zum Beispiel sieht es scheiße aus. Das muss man sagen. Er hat jetzt ja wieder kürzere Haare, immerhin. Wer, Sean? Ja. Ja, ich glaube, er will sie auch wieder ein bisschen wachsen lassen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, bei ihm fand ich das wirklich gut. Klar, er läuft jetzt noch im General Manager Outfit rum, aber naja, gut.
erstmal abwarten, was da noch kommt. Vielleicht machen sie ihn zum Stable Leader oder sowas. Dann würde das natürlich auch wieder passen. Ja, das kann gut sein. Man weiß nicht, wo man damit hin will. Aber das wird die Zukunft bringen. Und bevor wir jetzt vielleicht uns noch zu sehr im Kreis drehen, ist gerade auch eingefallen, man hätte noch ganz viel über die Haare sprechen können. So ein Hair vs. Hair Match oder so, was das auch ausmacht. Wie bei den Los Boricuas über die Haare am Körper. Ja, also, genau. Versteckt hätte. A-Train. Naja, es gibt ja auch einige, wo man sagt, keine Ahnung, die haben ein Hair vs. Hair Match verloren. Das hat denen gut getan, weil irgendwie die kürzere Haarfrisur steht ihnen besser. Punkt. Es gibt aber auch andere, wo man sagt, da die langen Haare haben viel zum Charakter beigetragen. Ich persönlich finde, dass Jeff Jarrett mit langen Haaren wesentlich überzeugender für mich als Heel war, als mit kurzen Haaren. Oder George Steele, ne? George Steele mit langen Brusthaaren, oder? Ja. Brusthaaren? Achselhaare. Brusthaare, Achselhaare, Schulterhaare, wo wir bei den Outfits waren. JFK, ja. wie hieß der letzte in dem Dross-Stable? Dross, Prince Albert und Key? Hieß der Key? Gott. Ich wusste gar nicht, dass es gerade einen Dritten gab, aber okay. Das Piercing-Team meinst du da? Ja. Wie hieß der letzte? Hieß der Key? Gott, wir waren da jetzt gerade 99 da bei den Classics, wo sie versucht haben, Dilo zu piercen, ne, glaube ich. Ja, das kann sein. Kam da noch einer dazu? Es waren doch drei. Was? Und der dritte war immer in so einem weißen Outfit. Das sah auch immer ganz beschissen aus. Key, tatsächlich. Wie hieß der Key? Ja, siehst du? Ja. Ja, geil. Ist unglaublich. Ja, es war ein Champion, Brother. Oh, ja, with a tear in my eye. So, auf jeden Fall, den fand ich zum Beispiel auch, also Key fand ich super anstrengend, auch vom Gesamtoutfit her. Das sieht aus wie Gangrel. Ja, aber nee, noch viel schlimmer. Einfach. Noch viel schlimmer. Der sieht aus wie Gangrel, der irgendwie, keine Ahnung, sich hat pudern lassen von Goldust. So, ganz schlimm. Mit einem Sandman-Gesicht, mit einem Outfit von Gangrel und naja. Ja. So eine Mischung aus, wenn ich jetzt nur das Gesicht, naja, ich kriege gleich wieder auf den Deckel wegen schlechter Vergleiche. Irgendwie so eine Mischung aus Gangrel und Kurt Fuller. Oh Gott. Ich finde, die Haare haben so ein bisschen was von Christian York. Oder? Bilder für Christian York. Aber der Name Vic Grimes sagt mir irgendwas. Grimes. Ja. Irgendwie sagt mir der Name, aber ist auch egal. Gut, ich glaube, ja, Vic Grimes, war der nicht ECW? Ich meine, der war eine ganze Weile noch irgendwie in der ECW und dann hatte der nicht auch, da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, war da nicht noch, war das nicht diese auch so eine New Jack-Fehde zwischen ihm und Ja, ich habe hier Bilder. Ja. Bei Google habe ich Bilder mit ihm und New Jack. Ja, genau. Ja. XPW Freefall, was ist das denn? Gott, das muss ich mir gleich angucken. Oh, bitte. Wrestling Society X. Kann ich mich dabei immer nur an den Ringsprecher erinnern. Aber gut, das sind als andere. Wer ist denn Ohren Hackwurst? Das muss ich mir auch mal angucken. Was? Genau, das trainiert von Vic Grimes. Das führe doch mal zugute, JFK. Ich mache hier schon mal die Abmoderation. Du kannst dich dann ja gleich noch dazu melden, wer was wo ist, wer da irgendwie der Schüler von den anderen ist. War er er nicht derjenige, vielleicht verwechsle ich ihn, aber war er nicht das Ding, wo New Jack vom Scaffold oder was gefallen ist da und sie dadurch das Auge kaputt gehauen hat. Deswegen ist New Jack auf dem einen Auge blind. Das, war er da nicht der Grund für? Das wird dieses Freefall-Ding gewesen sein. Ich guck's mir nachher nochmal an. Ja, nee, ja, hier steht, Wikipedia steht's. During living dangerously in March 2000, a breakdown in communication between New Jack and Grimes led to both men tumbling off a 20-foot-high scaffold Rick, onto concrete. New Jack suffered a brain damage and was temporarily blinded in his right eye. Ja, genau.
Und ich glaube, dafür Die Kenntnis, die du hast, unglaublich. Und ich glaube, dafür hat sich New Jack dann später nochmal an ihm gerecht in irgendeinem anderen Match. Ja, Profi. I stab you! Digga! Oh Mann. Ja, das hat er selber so gesagt. Das war nur ein Zitat. Ja. Ja, wenn das so ist. Gut, so, jetzt aber. Dritter Anlauf, ja. Ist ja auch die dritte Meter. Der dritte Meter. Ich bedanke mich bei euch allen. Ja, ich muss mich erstmal bei Conway entschuldigen. Sorry, dass das Thema Leute nicht so für dich trifft. Aber natürlich herzlich eingeladen, beim nächsten Mal dabei zu sein mit einem neuen Thema. Ja. Und, oh Gott, du klingst ja begeistert. Ist richtig. Ja, genau. Vielleicht trifft das dann deinen Geschmack. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn die anderen alle dabei sind. Und wünsche den Hörern dann ein restliches was auch immer. Und man hört sich dann. In dem Sinne, tschüss. Ja, gut. Also danke Espada wieder für die Top-Organisation hier. War wieder sehr lustig, hat viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben wieder einiges rausgeholt, was wir vorher uns gar nicht gedacht hätten. Schöne Diskussion, die auch mal wieder viermal hätte so lang gehen können, aber wir müssen uns ja auch ein bisschen im Zaum halten und warten jetzt erstmal das Feedback ab und können dann ja nächstes Mal nochmal drauf eingehen. Was sind denn so die Lieblingsoutfits der Hörer? Das wird dann auch nochmal thematisiert werden, denke ich. Und ja, danke an euch alle und schön, dass Conway dabei war, auch wenn er nicht so viel beigesteuert hat, aber macht nichts. Bis beim nächsten Mal. Zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ich glaube, das ist wieder so ein Thema, wo wir, wenn wir jetzt auf Übertragung beenden klicken, dann, ach scheiße, der noch, ach ja, da hätten wir noch drüber reden können. So ist das ja immer, weil einem dann noch plötzlich noch wieder 25.000 Leute einfallen, wie der Kiss-Demon. So. Oh! Und, ja, fiel mir gerade ein, deswegen muss ich ihn schnell noch reinschmeißen, so auf wo das irgendwie so gar nicht geklappt hat. Naja, auf jeden Fall, lustige Ausgabe wieder. Ich bin schon gespannt, was Thema in der vierten ist, worum es dann da geht. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Tschüss. Tschüss. Ja, achso, ja, ich wollte mich entschuldigen an alle die Hörer, die vielleicht Hoffnung in mich gesetzt haben, dass ich hier auch mal ein bisschen was beisteuern kann. Vielleicht nächstes Mal, ja. Nächstes Mal will ich die 1. und dann mal gucken. Ja, bis dann.